White Russian Finale. Willkommen im Abschluss unserer Episode 7, dem Xmas Special. Mittlerweile schon, mein Gott, so viele Sessions gespielt. Wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Jubiläum der 100. Folge quasi, also der 100. Session. Heute aber noch nicht. Deswegen aber trotzdem der Abschluss. Es gibt eigentlich relativ wenig zu sagen. Beim letzten Mal ging es ja um Matrioschka wieder, die Mutter. Ist ja immer noch Riesenthema. Dann Kavan und Tati, die beiden, die irgendwie jetzt anfangen, da rumzubämbeln. Billy mit Vicky im Tech Tower, die ganze Geschichte besprochen, die da abgelaufen ist. Mit dem Handwerk und was weiß ich nicht alles, versucht rauszuquetschen, aber Vicky ist da nicht so richtig kooperativ. Naja, egal, dann ging's halt zu Valeria ins Blue Cat mit Kavan und einmal komplett durchgebügelt den Guten. Jetzt wohnt er erstmal da in Felix Zimmer und mal gucken, was passiert. Jojo zerrumst sich selbst, da gibt's jetzt gleich nochmal eine kurze Sache dazu, zu dem Thema. Werdet ihr gleich hören. War ganz interessant, was sie da gemacht hat. Kann man eine lange Runde rumzureiten. So, die Session wird lang, deswegen mache ich es kurz beim Intro und beim Outro. Also bis zum Outro dann. Hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß und bleibt geil. Und dann dachte ich, gut, machst du es jetzt mal für dich selbst spannender und würfelst einfach mal den Scheiß, der irgendwie links sich ist. Das war nicht so klug. Du möchtest deinen Charakter doch irgendwie nicht mehr so weiterspielen, oder? Doch. Möchte ich. Ich habe auch ein bisschen gefuddelt und den Schaden runterreguliert. Okay. So. Soll man cheaten hier? Ja, ich habe gecheatet. Ich habe den Schaden ein bisschen runterreguliert. Naja, sagen wir mal, wenn ich nicht spielen kann, ich brauche den Ausgleich. Sehr schön. Dann habe ich einfach gedacht, noch schreibst du einen Text. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass an dem Abend noch so viel kommt. Ich habe ehrlich nicht damit gerechnet, sonst hätte ich es nicht gemacht, sonst hätte ich sie den Abend nicht rausgezogen. Also ich mache jetzt auch mit Billy, die hat jetzt die Echo übrigens fertig gemacht. Ich habe das gerade mal mit mir selbst ausgewürfelt. Hä? Nicht witzig, ne? Hä? Never mind, vergiss es. Wolltest du eine Wandlung machen oder was? Ja, ich habe jetzt Echos gelernt schon. Ach so, grad na eben, dann. Grad eben. Du hast gerade eine Wandlung gemacht, du hast das mit dir selbst ausgewürfelt. Ja, sowas würde ich nie gewürfelt tun, das hätte der Spielleiter nie zugelassen. Weiß ich doch. Einfach mal wandeln. Spaß. Ist doch gut. Ja, ich wollte es mir nur selbst beim Schreiben spannender machen. Du wolltest es dir einfach selbst besorgen, sagst du? Ja, ich wollte es mir selbst besorgen. Ist der andere kacken oder? Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich. Er hat gesagt auf jeden Fall, er wäre AFK. Ah, gut. Dann können wir noch weiter Quatsch reden. Ja. Machen wir jemals was anderes? Also, hat er dich jetzt wirklich nur deswegen geskippt die ganze Zeit, weil du dich selbst getötet hast fast? Oder was? Ich hab mich überhaupt nicht getötet. Jojo ist nur beschäftigt, darum geht's. Die ist einfach, ist nicht an ihr Comlink gegangen, weil die beschäftigt ist. Das ist alles, ja. Deswegen, weil das halt alles noch an dem Abend stattfindet, wo Jojo beschäftigt ist. Schön, ich habe mir die Story nicht durchgelesen, deswegen. Ist doch nicht schlimm. Nee, dann kannst du gleich alles erzählen, super. Dann kriegt Alex da wird Jojo gar nicht so viel erzählen. Alex kann es auch lesen, es ist auf WordPress hochgeladen. Ich habe jetzt alles hochgeladen, es sind sämtliche Texte online. Also auch schon, ja, das hab ich schon gesehen. Episode 7. Oha, hast du es gekennzeichnet, dass das Episode 7 ist? Ja, da steht drauf, Episode, also es geht ordentlich nach Episoden. Ich habe quasi alle Texte zusammen in ein PDF-Dokument kopiert, die zu einer Episode gehören. Also Episode 1 ist komplett, Episode 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Nicht schlecht. Und jeweils zu einer Episode, die Texte sind halt alle zusammengefasst. Und die jetzt zu Episode 7, da ich Episode 7 als fast abgeschlossen sah, dachte ich, gut, dann kann ich das auch schon mal hochschmeißen. Dann können die aber heute Abend abschließen, oder? Was? Ja klar, können wir die heute Abend abschließen. Ich glaube auch, dass das mit Hattie gar nicht so wild wird, was er da jetzt macht. Ich glaube, der wollte nur irgendwann die Möglichkeit haben, uns da zusammen alle in den Schlamassel reiten zu lassen. Wir sind ja nämlich auch noch was schuldig. Schön. Tati, ja. Ja. Ich sag dir, wir beseitigen die einfach und gut ist. Nee.
Ich hätte da nichts gegen, sagen wir es mal so. Und das finde ich so geil, dass Billy halt denkt, Jojo kennt die so gut hier und das ist eine Loyalitätsstufe 1. Ey, ich war ganz, also wirklich, ich war kurz davor, also ich schwankte bis zum Start der Aufnahme noch dazu, ob ich mit meinem ersten Satz sage, ich schieße. Warum hast du es denn nicht gemacht? Ich habe echt so, okay, jetzt im Nachhinein geht es nicht mehr. Nein, ich verstehe also, schon. Ich war kurz davor, die echt einfach wegzuknallen. Die steht sitzt in meiner Küche. Die hätte ich einfach so wegschießen müssen eigentlich. Ja, aber da kann er dir einen Strick draus drehen, meiner. Ja, das ist richtig, aber... Das ist ja egal, ehrlich. Ich hätte meine Sachen gekrallt. Nee, sorry, gekrallt. Aber Kopfkiller ist Kopfkiller, Digga. Ich hätte meine Sachen richtig gekrallt und wäre verschwunden. Erstmal eine Weile. Ich meine, eventuell stellst du es dir ein bisschen zu einfach vor. Das ist richtig. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir werden erstmal sehen. Also ich glaube auch nicht, dass er dir da jetzt auf Dauer... Es kann sein, dass du da einfach sagst, gut, ich bin immer was schuldig und dann ist gut. Wir können dir ja die Matrioschka-Story anhängen. Und damit können wir sie richtig ficken, oder? Jetzt mal... Hier die Matrioschka-Story anhängen? Was meinst du? Stimmt, wenn wir Beweise finden für ihren Bombenanschlag in der U-Bahn. Ja, genau. Gefährlich, meine Freunde, die hat... Weil wir damit in Verbindung stehen, oder was? Ah, weil wir damit das in Verbindung stehen und zum Zweiten, weil die einfach auch Infos hat, die uns echt ficken können, wenn die will. Das heißt, sie darf das nur nicht überleben, dass die Polizei sie kriegt. Ach so, Moment, jetzt verstehe ich, jetzt habe ich verstanden, was sie meint. Ich dachte, ihr wolltet Tati den Bombenanschlag anhängen. Okay, das ergibt nein, wenn man das Matrioschka anhängt. Also die Matrioschka braucht man das gar nicht groß anhängen, die ist dafür verantwortlich. Richtig, wir müssen nur Beweise finden. Ja, ja. Richtig. Das ist alles und dann können wir die alte bei der Polizeiaktion hochgehen lassen. Hier, kam er mit dem Snipergewehr schön vom Dach runtergeschossen. Hups, da ist sie tot, sowas aber auch dummes. Schade. Geile Story. Naja, letzten Endes, wenn man so ein paar irgendwie Überwachungsvideos oder so sie da vielleicht reinschneiden kann, also vorher so, dass irgendwie, keine Ahnung, sowas halt. Fälschen. Man muss den Bullen halt eigentlich nur Infos liefern, dass die tatsächlich dafür, aber wenn die anfängt zu singen, ist natürlich... Ja, deswegen darf sie das nicht überlesen. Genau. Überlegen. Darf's nur nicht fertig machen, die Gude. Aber ich glaube, dafür ist Tati auch die falsche Ansprechpartnerin, es sei denn, die findet die Beweise quasi. Das würde ihr natürlich genug Fame einbringen dafür, dass sie vielleicht bei den Bullen bleiben darf, wenn man daraus echt ein gutes Ding machen kann. Andererseits ist es aber halt auch gefährlich, weil die natürlich überhaupt keinen Einfluss hat bei der Polizei. Also nicht in den höheren Rängen, wo es wichtig wäre. Ja, aber sie hatte natürlich die Information quasi. Wenn man ihr die Information gibt, ein paar Tage mit der Information, dass es ein paar Tage später in der Presse ist, dann geht die damit zu ihrem Chef, wird sie ihm sagen, wird ihn darauf vorbereiten können. Sie muss aber auch was liefern, wo die Infos herkommen. Ja, Person X. Nicht glaubwürdig. Es sei denn, das steht dann in der Presse. Also, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es noch viel geiler, wenn ihr irgend so einem Mediengiganten sagt, ey, du, ich habe gehört, du bist voll für die russischen Originalpolizisten. Eine von denen, die hat was richtig Geiles rausgefunden. Willst du das mal ganz kurz Blick machen? Ganz kurz mit Horizon was machen? Ja, ich wusste, dass er jetzt wieder auf Horizon rumreitet. Das war halt so klar. Horizon ist geil. Nee. Das, ich kann nicht anders. Das ist einfach mein Fetisch. Es ist okay, du magst sie halt. Es ist ja auch wirklich, ich gönn dir das. Aber ich bin Cedar Krupp. Da komme ich ja dafür nicht. Das ist okay. Cedar Krupp, wenn die mir einen Auftrag, wenn die kommen würden, würden sagen, hier, Billy, möchtest du für uns arbeiten als Technomancer, würde ich sagen, ja! Als Technomancer bei Cedar Krupp? Ja. Es geht auch. Also sind nicht so toll, aber... Schöne Technomancer. Ich sag mal, die verzeihen nicht so viele Fehler, aber ansonsten ist okay. Ziemlich schlecht bei denen. Und dann kannst du immerhin sagen, wenn du bei Cedar Krupp arbeitest, dann bist du einer der Besten, der Besten, der Besten. Sir. Wenn ihr möchtet, können wir auf den nächsten Morgen springen. Juli wird euch nämlich auch anrufen. Sie hat ja gesehen, zurück, dass ihr sie angerufen hat. Du wirst zurückrufen. Wessen? Euer beider, weil ihr sie beide angerufen habt. Morgenstund hat Kaban im Mund. Was? Nein, also... Guten Morgen. Wir sind zwar gestern zusammen im Flug gelandet, aber... Was? Wo seid ihr gelandet zusammen? Wir waren im Blue Cat zusammen. Ich muss den Kleinen mal bürsten. Ja, nicht so wie du meinst vielleicht. Der sieht so gut aus. Frühstück hört sich gut an. Frühstück? Ja, können wir. Ihr hattet mich angerufen. Ja. Wir haben die auch in Nachrichten hinterlassen, ja. Oh. Du.
Ja. Es geht um so Okay. kleine vierrädige Kfz, die ich mal besaß. Was ist denn damit? Ach so, ah, jetzt hat's, Wir jetzt hat's, frühstücken. jetzt. Ja, wir frühstücken, wir frühstücken. Wollten wir nicht eigentlich noch Eislaufen gehen? Hatten wir das nicht mal ausgemacht? Ja. Dann machen wir das jetzt, aber vorher brauchen wir was im Magen, weil kalt. Ja, nee, wir treffen uns jetzt, dann gehen wir frühstücken und dann machen wir das alles. Okay. Alles klar. Wo treffen wir uns eigentlich? Wo ist überhaupt, wo gehen wir Na, im überhaupt Eislaufen? Eisstadion. Du, ich habe da so eine Gehen Bäckerei, wir, die ja, wo, oh. also, Noch ist sie das Ding Entschuldigung. nicht kaputt. Nicht? Erinnere mich, dass ich dir gleich in die Eier trete. Oder Entschuldigung. haue. Ich habe gehört, es gibt extra eine Wo gehen Suppe. wir eigentlich Eislaufen? Also gehen wir auf Bei den einem, also in Pinguinen. Donskoy gibt es ein paar Seen, wo wir Eislaufen gehen können. Wir Ich können gehe auch. nicht auf den See. Warum nicht? Wer weiß, was da drunter ist? Wasser Eis. meistens. Ja, das Eis ist und aber das Wasser. Problem. Das Problem ist aber, dass es dann so ganz schlechte Beziehungen mit mir eingeht, sobald ich da reinfalle. Tust du nicht. Da sind schon ganz viele. Ich bin da doch immer dran vorbeigefahren. Ja, wer weiß, wer dann noch da. Eben. Nee, nee, nee. Da sind sogar Ist Tote leider. drauf. Ich bin da schon. Nee, das war nicht diesen Winter. Letzten Winter bin ich da mit dem Auto drüber gefahren. Ich stehe dann draußen, ich mache Glühwein, ich bring Thermoskanne Glühwein mit. Ja, dann gehen wir ins Eisstadion, wenn du ins Eisstadion willst. Aber die haben vielleicht jetzt auch Open Air, das könnte sein. Natürlich, draußen ist doch die Open-Air-Halle bei den Pinguinen. Für die Juniormannschaft. Die trainiert doch draußen. Ach so, haben die das jetzt wieder freigegeben? Ja, das, ja. Ja, die haben Das das mal ist. eine Weile neu gemacht, deswegen dachte ich, da ist immer noch Die nichts. haben Oh, doch gut, nur dann den, gehen wir die rein. haben doch nur den Asphalt unter der Eisfläche neu machen müssen. Das haben sie glatt gezogen schon wieder. Ach so, na dann. Und die haben Bratwürstchen auch. So, ey, Und Bratwürstchen. du musst im Ja Gegensatz und? zu irgendwelchen freien Gewässern nicht Angst haben, dass dir die Kufen wegschmelzen von dem Eis. Ich habe eher Angst, Billy hat eher Angst, dass dann irgendwas Erwachtes mit Tentakeln drunter ist. Und wenn dann Jojo kommt, ist es so, die sieht aber lecker aus. Sehr geil. Ich dachte jetzt nicht an Manga oder Anime, Digga. Okay, wo treffen wir uns? Treffen wir uns dann da in der Nähe? Ja, wir treffen uns dort. Okay, dann gehe ich jetzt noch eben meine Schlittschuhe holen und dann passt das. Man kann sich auch welche leihen, oder? Ja, klar. Ja, bestimmt. Super, kann Das ich mir so ist eine ein Mietwelle leihen. Eisstadion. Das ist ein Eisstadion meiner. Ja, keine Ahnung, ich habe nämlich keine. Wieso hast du keine? Wozu? Ja, für so Angelegenheiten wie jetzt, zum Beispiel. Gut, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Also, boah. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Billy, hast du Meine eigentlich lieben deinen beiden Überzug noch? Damen. Jetzt Ja. weiß ich nicht, wem ich zuerst zuhören soll. Erstmal Jojo. Hast du eigentlich den Plüschüberzug noch, den ich dir vorletztes Jahr gemacht habe? Für was? Na, für deine Schlittschuhe. Du wolltest welche haben, die zu deinen Stulpen passen. Ja klar, habe ich das noch. Das ist gut. Warum sollte das weg sein? Weiß ich nicht. Ich schmeiß nichts weg, was ich von dir krieg. Juhu! Du meinst zu meinen, Jetzt zu, aber, jetzt aber. Ich ja, muss, ich muss, ich muss was ganz, was Bitte, Wichtiges fragen. Seine lieben Ja. beiden Damen. Der Eiskunstlauf ist ja heute in Russland doch eher beliebt, jedenfalls Damen-Eiskunstlauf, mehr als Paare. Und ich habe beschlossen, dass das 2080 auch noch so ist. Jojo, bei dir ist es überhaupt keine Frage, deine Eltern werden dich definitiv in irgendeine Kack-AG gezwungen haben, denn das ist anmutig und weiblich und wird der Familientradition gerecht. Du musst nicht gut darin gewesen sein, aber du hast viele unschöne Stunden dort verbracht und kannst bestimmt noch ein wenig fahren. Wie ist denn das bei Biddy? Die musste früher Eishockey-Torwart spielen. Noch ganz, Geil. noch, also die hat tatsächlich Geil. Eishockey-Training gehabt als Torwart, also damals noch Torwart, nicht Torfrau. Ne? Das ist War voll aber gut, nie wirklich das habe ich mich nämlich gefragt. bei den Elfs on Ice war die. Cool. Danke, das wollte ich wissen jetzt Bitte. weiter, aber das brannte mir so auf der Dings. Auf Echel. dem auf der Harnröhre. Es umsäuselte seinen After. Nee, ich finde, das brennt in der Harnröhre viel besser. Tut mir leid. Schön. Ja, wir Es machen uns auf brannte den wie so, Weg, ja. denke ich, wir sagen. Achso, soll ich dich abholen? Du bist ja immer noch nicht motorisiert, oder? Ich Ja, kann. es wäre cool, wenn du mich abholst. Da hättest du mal sagen können, hol ich dich ab. Super. Ja, ich brauche ja immer noch ein Auto. Ich habe mir noch keins Neues besorgt. Jo. Machen wir. Danke. Gut, wir Gut. kommen an. Jojo auch. Sie humpelt ein bisschen, aber ansonsten sieht sie fit und fidel aus. Geht's dir gut? Ja. Gut.
Unkraut vergiss nicht. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Und dann willst du aufs Eis? Ja. Okay. Gut, ihr dürft aber nicht lachen. Warum? Ich hab das schon seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Warte mal, bleib mal stehen. Jojo geht auf dich zu, steht relativ nah vor dir, guckt zu dir hoch, geht einen Schritt zurück, guckt dich an, geht wieder auf dich zu, nimmt deine Hände. Ja. Geht einen Schritt zurück. Hast du mit Billy was laufen? Nein, aber sie hat mich salonfrisch gemacht. Hast du mit Billy was? Billy, hast du was mit ihm laufen? Nein. Wir wollen das nicht zugeben in der Öffentlichkeit. Wusste ich's doch. Trag das nicht an der dicken Glocke von ihm herum jetzt. Hallo? Echt jetzt? Also nein. Gar nicht so dick. Ihr seid ein süßes Paar, aber... Lauf der weiter, ist doch, Kleine. Der ist doch gerade obdachlos. Jetzt habe ich ihn halt zu Walli geschleppt und habe... ich musste das jetzt sagen. Ich wollte schon immer mal sagen, dass irgendwer ein süßes Paar ist. Ich habe das noch nie gesagt. Sie guckt wieder zu Kabern. Was? Also, arbeitest du jetzt bei Walli so ausnahmsweise? Nein. Ja, Felix ist krank, deswegen. Ach so, na dann. Ich habe nur seine Wohnung bezogen. Ich kriege keine Kunden von dir zugeschustert, nein. Du schaffst diese selbst. Nein. Dann habe ich keine Erklärung für deinen Aufzug. Ich habe mir eine Massage gegönnt und habe gesagt, ich brauche eine Rundum-Erneuerung und das war wohl ein bisschen fehlerhaft. Also, das war zu vieles Guten anscheinend. Obwohl, fühlt sich gar nicht so schlimm an. Kennt ihr den Witz mit dem Typen, der zur Nutte kommt? Sollte er nicht in der Nutte kommen? Das ist ein anderer. Ach so. Der in dem Fall geht er zur Nutte hin und sagt, was kriege ich denn für 5 Nyen? Sagt, die kannst ja einen scherbeln, läuft er weg. 5 Minuten später kommt er wieder, gibt ihr 5 Nyen. Hab ich gemacht! Läuft. Tja, das ist, wie ich behaupten, lukratives Geschäft für die Dame. Vor allem so unkompliziert. Ja, eben. Ja, geh mal auf die Fläche, der Kaban braucht Skier. Wollten wir nicht erstmal essen? Ja, achso, bitte. Ihr habt ja wieder Hunger. Oh Gott. Du hast gesagt, du brauchst was, man braucht was in den Magen, bevor man Eis laufen geht. Du hast außerdem habe ich noch nicht gefrühstückt. Ich habe schon meine Haferflocken gehabt. Ja, dann wird's Zeit, dass du noch eine Bratwurst isst. Wahrscheinlich, ja. Jetzt mal was auf die Rippen vertragen, du Gerippe. Nee, naja, auf den Rippen ist genug. Bitte? Naja, auf den Rippen da oben. Er zeigt auf deine Brüste, ist genug. Wie er da drauf rumreiten möchte immer. Ja. Deswegen habe ich ja gefragt, ob er was mit dir laufen hat. Na, wovon träumst du eigentlich nachts, Kleine? Willst du das wirklich wissen? Nee. Ich weiß nicht, ob es so witzig ist. Gut. Bunte Marshmallows, die überall rumfliegen, keine Ahnung. Nee. Wattewollchenwolken. Zuckerwattewolken, so. Billy, sehe ich so aus, als würde ich von Zuckerwattewolken träumen. Er kennt mich eigentlich schon. Genug. Cool, vielleicht komme ich ja zum Kinderpreis rein oder so. Mal gucken. Vater, Mutter, Kind, hä? Ich nehme dich an die Hand. Und dann alle Leute sagen so, ach, das kommt bei raus, wenn Elf und Ork. Mensch. Ein Svensch. Das ist dann nicht eher ein Olf? Ich dachte sowas wie Saschi. Ich bin immer so klein. Eigentlich müsste ich groß sein. Wenn ich ein Olf wäre, müsste ich groß sein. Oder vielleicht ein Elk. Ein Elch wohl eher. Ein Elk. Nicht gut. Okay. Gut, dann hopp, Bratwurst stand da vorne. Die haben auch Zuckerwatte übrigens, falls du mehr Zucker brauchst. Jo, nee, ich hab Hunger, davon werde ich nicht satt. Darauf komme ich später zurück. Ach, so ein Kilo Zuckerwatte im Bauch. Oh Gott. Ersetzt auch das Tampon. Ich wollte schon immer mal in Zuckerwatte schlafen. das ist bestimmt so geil. Solltest nur nicht schwitzen dann. Wenn wir neben diesem Laden stehen, ihr hört ein lautes Grummeln aus Kabans Bauchgegend. Guck mal, er hat Hunger. Das Schwein braucht Futter. Ich glaube eher nicht so. Hä? Naja, sagen wir es mal so.
Ich habe da gestern was gegessen, das vielleicht noch einen Tag zu weniger früh war noch einen Tag zu früh, glaube ich. Na, dann isst du jetzt noch was und verschaffst dem ein bisschen Gesellschaft, dann kann es einen Plausch halten und du hast deine Ruhe. Ja, mal schauen. Ich krame, ich suche quasi, gibt es hier irgendwo eine Apotheke oder sowas? Da hättest du mal vorhin Bescheid sagen sollen, wir sind an 5 vorbeigekommen. Das also, ist mir vorher nicht aufgefallen. Müsste dich jetzt schon noch ein bisschen bewegen. Ja, dann müsstest du tatsächlich nochmal vom Gelände runter und ein bisschen laufen, aber da in der Nähe Autoschlüssel. Ich kann ihm einen Autoschlüssel sogar geben. Ja, ich würde schnell zur Apotheke fahren und mir Kohletabletten und so weiter besorgen. Ach, einmal Imodium akut. Ja, keine Werbung, oder? Du musst nicht verdammt. Mal bis zur Apotheke fahren. Du kannst einfach zum nächsten Maslenica fahren. Die bieten ja auch so frei verkäufliche Medikamente an, die nicht der Apothekenpflicht unterliegen. Und die Apothekenpflicht ist etwas lockerer 2080. Da kriegst Perfekt. Du genug Stuff, um das zu beheben. Perfekt, das würde ich mir besorgen. Ja, alles. Ja, würde ich mir besorgen. Gut. Bei mir wirkt sowas ja schlimmer als bei anderen Menschen. Ist mir gerade mal so eingefallen. Dementsprechend, kurze Zeit später würde ich mir dann auch eine Kleinigkeit zu essen holen, aber etwas Magenschonendes. Ich kenne die Auswirkungen ja von dem Zeug. Okay, warte mal, was Magenschonendes? Zuckerwatte? Würste. Und Sauerkraut. Ich kann mir genau vorstellen, was es da noch so gibt. Ich kann mir absolut nichts Magenschonendes vorstellen. Nichts Magenschonendes einer Bäckerei vorstellen, vorbei. Was es da gibt. Pommes. Ja, na klar. Pommes sind ja, sehr magenschonend. Ja, frittiert, das bringt meinen Magen auch immer in Kontrolle, du. Da hat der richtig Bock. Im Darm stecken, sowas. Ja, aber zu Kohletabletten muss man was essen. Halten wir fest, Jojo ist die Einzige, die speist. Na, eine Bockwurst wird sie sich auch geben. Sehr ja, eine Kleinigkeit werde ich mir auch essen, aber auf jeden Fall nur so viel, dass es zur Medikamentengabe reicht. Dinkelplätzchen. Sowas in der Art, ja. Mit Leinsamen. Ich hätte gern so einen Hotdog, aber ohne Wurst. So ungefähr. Obwohl, ist ja, eh nur so, ist ja eh nur so, ja, also von daher. Ein Chili-Dog. Immer mal Rind damit. Ja, und dann würde er sich... Geschissen. Gut, dann würde ich einmal einen stillen Ort aussuchen, der dann auf einmal nicht mehr so ganz so still ist. Und dann, danach würde ich mir quasi... Schlittschuhe aussuchen. Gut. Ihr seht, wie Kaban vom Klo runterkommt, vom Herrenklo. Und als eine Dame auf das Damenklo gehen will, sie schafft es nicht, aufs Damenklo zu gehen. Das ist einfach zu hart. Sie muss da erstmal weg. Sie ist auch sichtlich erbleicht. Die Vorlage konnte ich einfach nicht. Sehr geil. Die konnte ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Fallen ihr die Haare aus? Mm-mm. Dann war es nicht das Haupthaar. Ja, danach wollen wir nicht wissen. Ja. Später bist du im quasi Besitz erstmal von Schlittschuhen, die dir passen. Yay. Die sogar ich ziehe sie an. Super, ich ziehe sie an und würde mich wagemutig aufs Eis trauen. Wo die anderen wahrscheinlich schon ihre Pürierten drehen. Wir können dir, da gibt's so Schlümpfe hier, guck mal. So für die Kinder gibt's hier so Schlümpfe, da kannst du die vorne weg, die laufen ja auch auf so Kufen, da fällst du nicht um. Ja, nee, lass mal. Ich hab das ja schon gemacht mal, aber es ist schon halt lange her. Okay. Wir nicht, können ihn an die Hand nehmen. Okay. Wobei, wenn der umfällt, dann reißt er uns mit. Ja, aber wir landen dann auf ihm. Hey. Ein Geschicklichkeitswurf. Läuft. Hat er jetzt echt auf Geschicklichkeit gewürfelt? Ja. Oh mein Gott. Einfach nur, um es zu wissen. Du weißt gar nicht, wie groß... Also ich hätte nie was gesagt. Ich hätte gesagt, ja, du musst halt reinkommen und so, aber es geht ja immer noch einigermaßen. Du willst ja nichts Überkrasses machen. Aber seitdem du das gewürfelt hast, ist mein Verlangen so groß zu sagen, ah, du, ein Erfolg, das reicht mir eigentlich nicht, du. Sehr schön. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, wie schlimm das für mich ist. Du meinst, ja. Wenn dann die Leute dazukommen, die das richtig gut können und sich solche Leute dann rauspicken und dann alles tun, damit die sich auf die Fresse legen? Richtig, so schön zwischen euch immer durchdrängeln und so und euch die Beine abschneiden und solche Scherze. Wieso zwischen uns? Das sind die beiden, die das wahrscheinlich machen. Nö. Nee. So gut ist Jojo nicht mehr.
So fit ist sie vor allen Dingen im Augenblick nicht. Einen Parallelstopp kriege ich schon auch hin, aber... Es geziemt sich nicht für Billy da auf dem Eis rumzujäten wie der Bauer. Das ist aber nett von euch. Also ich hampel quasi ein bisschen vor mir hin, verliere manchmal das Gleichgewicht, aber ich stürze nur selten. Und wenn, dann fange ich mich gut ab. Und leide quasi innerlich vor mich und verschwinde noch dann und wann mal Richtung, stilleren Ort. Die Suppe immer dicker. Billy kreiert einen Slalomkurs in AR für uns. Gemacht aus Marshmallow-Törchen. Ich habe die wenigsten Punkte, wenn man da Punkte kriegt. Schokoriegel, ja. Toren, und, Schokoriegelstangen. Zuckerstangen! Oh Gott, Zuckerstangen! Entschuldigung. Wieso ihr denn? Naja, bei mir wird das den Slalom. Ihr fahrt den Slalom eine Runde, wollt ihn erneut durchfahren. Jetzt ist es nur leider so, dass Irps angelockt von Billys AR-Kunst leider kurz kosten musste. Und wenn Irps kosten muss, ist das Slalom vielleicht weg. Nichts gönnt er mir. Es schaut dann auch sehr beschämt und sich seiner Schuld bewusst auf, aber klebt natürlich noch das Schokotörtchen im Gesicht, sag ich mal. Irps, das war gemein. Böses Irps. Irps kreischt mit seinen Händen in seinen Rachen und zerrt das Zeug wieder raus. Stellt es auch wieder hin. Nee, das brauchen wir jetzt auch nicht. Mal gucken, wie das aussieht, Irps. Jetzt kannst du es... Nee. Hättest du nicht machen dürfen. Irps ruft seine Köche, schleppt das ehemalige Slalom weg und bringt genau an die Stellen, wo du deine Pylonen gesetzt hattest, irgendwelche anderen Backwerke. Gut. Du hast ja gesagt, der hat einen kleinen Kochstab, ne? Das hattest du mal gesagt. Nee, das hattest du gesagt. Nee, du hattest das gesagt, dass der Minions hat. Echt? Und ich hab das einfach wieder aufgegriffen. Der hat sogar Zuckerschrift angebracht, guck mal. Der ist halt Go-Kaban cool. Steht hier. Cool. Auf dem letzten Platz. Naja, egal. Du hast quasi die Bronzemedaille bekommen, Kaban. Das ist cool, oder? Immerhin stehst du auf dem Treppchen. Schon mal cool. Und wenn du ja schon groß bist du mit uns auf Augenhöhe. Special Olympics für Kaban. Wir sind alles Gewinner. Super. Die Kaban-Olympics. Schweinisch wie Sau. Also wenn wir hier ein Biathlon, ist das ein Biathlon, wo man quasi noch nebenbei schießt? Aber das macht man auf Skiern. Ja. Das macht man aber auf Skiern. Ich dachte jetzt an Biathlon. Also ein Biathlon, ja. Ja, nicht heute, das ist heute nicht gut für mich. Ach, Bier ist doch immer was gut. Was hast du gemacht? Naja, es gibt so bestimmte Tiere, wenn man die zu früh zubereitet isst, dann kriegt man halt Verdauungsschwierigkeiten, weil die halt so Enzyme da drin haben, die sich erst abbauen müssen. Aha. Ja, und mein Besuch hat sich einfach mal was genommen und mir auch aufgetischt und Dein Besuch? Über den wir noch reden wollten. Ach so, ja, mach das doch. Ja, auf jeden Fall hat die gute Dame sich aufgetischt, also der wird es vielleicht heute noch ein bisschen dreckiger gehen als mir, weil sie hat das noch jüngere Zeug gegessen, wo halt noch mehr Zeug von dem Zeug drin ist. Auf jeden Fall, wenn man das Zeug frisst, dann kriegt man halt Magen-Darm-Probleme. Wieso hast du es denn gegessen? Naja, ich dachte, das wäre schon in Ordnung. Also eigentlich sollte man so 3 Tage stehen lassen, und das stand jetzt auch 3 Tage, vielleicht hätte ich es vielleicht noch einen 4. Tag stehen lassen sollen. Aha, ist das dann nicht schlecht? Ja, das Problem ist, wenn man es noch länger stehen lässt, dann wird es halt wieder schlecht, weil dann kommen halt die anderen Bakterien da rein. Es ist halt Essen ist mir schon viel zu kompliziert. Also dann nehme eigentlich, weil es sehr lecker ist. Burger, weißt du, den kann ich 2 Jahre liegen lassen, damit passiert nichts, den esse ich und danach ist immer noch. Ja, der schmeckt wie neu, das ist richtig, aber das ist, nee. Na klar. Ich würde dir mal lieber... Ich habe keine Verdauungsprobleme. Ja, allerdings hast du auch nicht diesen Genuss. Ich habe keine Verdauungsprobleme. Voll unfair. Ich habe keine Verdauungsprobleme. Ich habe ja auch nur ein 10.000 Nuyen-Implantat dafür. Das hat ja nichts damit zu tun.
Jojo würde auch schlecht werden, wenn sie sowas dann essen würde. Aber ich wollte dich ein bisschen runter machen. Ja, das machst du immer. Das ist völlig in Ordnung. Nee, der will die nicht. Runde echt auflösen, Alter. Nein, also normalerweise ist das Zeug auch ganz gut, nur ich hab's halt zu früh gegessen. Ach so. Und deswegen, ja, auf jeden Fall zu dem Besuch. Ja. Also diese gute Dame, du, das ist hier ein Foto von ihr. Ah! Und man sagte mir, du kennst sie. Ja, die hat auf jeden Fall, naja, sie weiß, dass es dieses Auto gab und auch die kleine Rolle und halt auch die offene Tür mit der entsprechenden, Folge. Sie weiß vom Tag der offenen Tür, ja? Ja, genau. Wow, warte, ich hab's nicht wieder. So, weiter geht's. Ja, dementsprechend würde sie gerne jetzt Informationen kriegen als Ausgleich, dass sie meine Informationen nicht ihrem Chef gibt. Sie will Infos? Was will sie denn für Infos? Ja, egal was. Also Hauptsache es ist gleichwertig. Also mein erster Gedanke ist, war quasi ihr eine die Info auf eine Bleikugel zu gravieren und sie ihr durch den Kopf zu jagen, aber nicht ungefährlich. Eben. Das ist halt immer das Problem. Naja, dementsprechend weiß ich weiß gerade nicht, was ich tue, bin halt aus meiner Wohnung raus. Ich hoffe, sie verreckt an dem Dünnschiss. Ja. Wie dem auch sei, also, Foxy sagte, du wärst quasi per Du mit der oder so. Nee. Also, sagen wir es mal so, ich kenne sie, ich hatte in der Vergangenheit mal ein paar Absprachen mit ihr, dadurch, dass sich bei mir aber einiges geändert hat, ist das jetzt schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Okay. Also, ich habe zwischendurch mal wieder mit ihr telefoniert, aber das war's auch. Die kann man, da muss es aber schon auch jetzt noch Absprachen geben. Mit ja, da gibt es auch jetzt noch Absprachen. Okay, gut. Also, es ist so ein paar kleinere Absprachen gibt es halt, aber das war's eigentlich auch. Sie kriegt da zwischendurch mal ein bisschen Kohle von mir und sagt mir dann halt mal zwischendurch Bescheid, wenn irgendwas ansteht so. Und ich vielleicht ein bisschen aufpassen muss und so weiter, aber das war's halt auch. Also, viel besser kenne ich sie auch nicht. Es ist jetzt wohl so, dass, also, ich sag mal, sie hat auch noch was offen. Sie hat uns mal geholfen bei einer Angelegenheit und sie hat da auch noch was ausstehen bei uns. Okay. Also wir bei ihr, so, du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Sagen wir, ich schulde ihr noch einen Kuchen. Und sie auch. Okay. Na, sie isst ja ganz gern, habe ich gemerkt. Also ich sag mal, bis jetzt hat sie noch nichts gesagt und auch noch nicht angerufen. Keine Ahnung, was sie sich da aufhebt oder wofür sie sich das Ganze aufhebt. Also ich sag mal, mit Gefallen kann man mit ihr auch handeln, so ist es nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in näherer Zukunft dich direkt ins Messer liefert, denn dazu bist du eigentlich zu wertvoll. Aber keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich kenne sie auch nicht gut. Okay. Also, ich kenne sie jetzt auch nicht. Naja, ist eigentlich, weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich musst du, das ist eine schwierige Situation, wenn sie jetzt konkret irgendwas hätte, was sie von dir will, wäre das einfacher, aber ich warte im Grunde genommen noch darauf, dass sie anruft. Ja, sie hat mir einfach nur gesagt, so, gib mir was Gleichwertiges, was ich meinem Chef geben kann, weil sonst werde ich eventuell bald meinen Job, weil, ne, kennst du die Situation gerade hier. Ja. So, und deswegen, ich weiß nicht, ob es bei ihr einfach unter den Fingernägel brennt, dass sie es jetzt sofort braucht, dass sie irgendwas braucht halt. Frag sie doch einfach. Also, ich... Soweit ich sie kenne, kann man mit ihr reden. So, ich sag mal, ihr seid da ja offensichtlich relativ, weiß ich nicht, also wenn sie schon mit dir zu Hause saß, keine Ahnung. Ich habe sie nicht eingeladen. Ja, aber die Situation ist ja völlig klar. Also normalerweise kann man mit der ganz gut reden, zumindest wenn es darum geht, dass sie einen Vorteil davon hat und du eventuell auch.
Leg dir Karten auf den Tisch und dann ist gut. Also ich sag mal, es kann auch sein, dass sie dir dann später sagt, gut, dann sag ich dir einfach irgendwann Bescheid und dann springst du halt mal. Wäre genauso möglich. Hört sich jetzt immer bei mir eher danach an, dass sie verzweifelt ist und gerade dringend nach jedem Strohhalm greift. Ja, aber wenn er nichts hat, was er ihr geben kann, dann muss sie halt warten, bis sie was findet, weil ich sag Ja, mal, oder sie liefert mich einfach aus. ja, sie liefert dich aus, gut, aber was will sie denn machen? Ich bitte dich. Also, wenn sie jetzt schon so auf dich zukommt, dann und du dann gegebenenfalls, weiß ich nicht, gibt es Sagen wir es mal so, irgendwas von. ich hab das komplette Gespräch aufgezeichnet und Ja, mittlerweile dann. gebackupt. Ich denke schon, dass sie so weit denken kann, dass das nicht unbedingt ist. Sag mal, sie sucht ja schon eine andere Lösung nach diesem, für diese Sache. Irgendwie eine, von der sie auch noch was hat. Was weiß ich, was sie will. Vielleicht auch, dass du Beziehungen spielen lässt und ihr vielleicht einen anderen Job verschaffst oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wen du kennst. Ja, nee, das würde auch nicht klappen. Ich glaube auch nicht, dass sie alles über mich weiß. Also, ne, ich weiß nicht genau, was sie über mich weiß, aber ja, ist also ein bisschen schwierig gerade. Deswegen Also sagen bin wir ich es jetzt mal quasi so. auch erstmal von zu Hause weg und bin gerade ein bisschen abgetaucht. Also sagen wir es mal so. Also soweit ich weiß, liefert die halt eigentlich niemanden aus, zumindest aus Donskoy nicht, weil die sonst dadurch, dass sie da halt immer Streife geht und die Bullen es da auch nicht immer unbedingt einfach haben, das kann die sich nicht leisten. Gerade die ganzen Gangsterbosse reagieren da sehr empfindlich drauf. Okay. Und die hat halt auch keinen Bock, irgendwie sich dann in Sachen einzumischen, die irgendwie darin enden, dass sie später Küchensieb spielt oder keine Ahnung, als Pilzmyzel endet oder irgendwie so ein Blödsinn, sondern halt nur mit so kleinen Scheiß. Und die braucht halt wen, der da irgendwie mal guckt. Keine Ahnung. Aber deswegen macht ihr eigentlich wenig. Also ich würde an deiner Stelle echt einfach nochmal mit der da in Ruhe drüber reden. Und dann wird sie schon sagen, was sie will. Ich meine, die muss ja selber irgendeine Vorstellung haben, was sie haben möchte, weißt Ja, sie sagte mir, gib mir was Gleichwertiges. du? Aber was Also, Gleichwertiges kann alles sein. Das kann Kohle sein, das ich meine, man will so einen Kuchen ja auch bezahlt kriegen. Das kann sein, dass sie irgendwie einen neuen Job will, das kann sein, dass sie, keine Ahnung, dass du ihr halt eine neue Story für ein Krimi-Dinner lieferst oder irgendwie so ein Shit oder was auch immer, weißt Die einzigste Story für ein Krimi-Dinner, die mir gerade so partout einfällt, die in der letzten Zeit war, die vielleicht interessant sein könnte, hat was mit U-Bahn zu tun, aber ich weiß nicht, ob das so sonderlich schlau ist. Eigentlich nicht. Finde ich. Also, das Blöde ist, ich habe da sogar schon mal drüber nachgedacht. Aber ehrlich gesagt sind da so viele Faktoren, die ich echt nicht einschätzen kann, dass es sein kann, dass wir uns damit echt ins Knie ficken. Wenn wir so eine Story daraus machen, das kann sein, dass die Leute das echt so lahm finden, dass sie uns hochkant wieder rauswerfen, weißt du? Zu viel Action ist nie gut. Besonders nicht für ein Krimi-Dinner. Richtig. Wie viel Infos haben wir denn über die U-Bahn, dass wir da, also, was können wir der denn davon geben, ohne, na sagen wir es mal so, die Sache viel zu heiß zu kochen? Ich habe gar keine Infos. Der dir die meisten Infos haben sollte, bist du. Na, das hält sich auch leider bei mir in Grenzen. Siehst du? Also das Einzige, was wir machen könnten, ist entweder nachträglich Nachforschung anstellen, was aber Blödsinn ist. Einfach um die Story dicht und deep zu machen. Oder was faken. Ja, was, ja, das fällt den Zuschauern ja auf. Ja, eben. Wenn es zu unrealistisch ist, dann meckern die auch wieder Eben. rum. Was sagt denn unsere Grazie dazu? Was soll ich denn dazu sagen? Das Television oder Trivision ist doch eh alles fake, die fake. Ja, Ich aber. finde, also die Idee eigentlich, die Matrioschka und die Alte dann. Also, ich
Matrioschka ist nicht von der Schippe bis jetzt, für mich, finde ich. Also nach dem, was abgelaufen ist. Und ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja, sind die müsste dann auf jeden Fall noch, bevor sie mit dem Polizisten, bevor sie in Krimi-Dinner auftreten kann, quasi sagen wir mal so. Ganz unglücklich in die Kugel reingelaufen, das ist aber auch scheiße, also schlimm, dass eben. Dass man der nicht mehr die gerechte Strafe zuführen kann, die das Gesetz eigentlich vorsieht, aber die Polizisten von heute. Du hast das nicht so mit Metaphern, oder? Bitte? Du hast das nicht so mit Metaphern, oder? Metapher? Ich verstehe gar nicht, was das jetzt damit zu tun hat. Sehr schön. Also sagen wir es mal so, das ist klar, aber auch das ist etwas, was wir tatsächlich auch nach hinten verschieben müssten, weil wir immer noch in der Situation sind, dass sie quasi bei ihrer alten Mutter feststeckt und sich um die kümmern muss und da nicht rauskommt. Moment, hä? Okay. Das ist wirklich so nicht mit Metaphern, das ist ein Knaller. Ja, richtig mit Metaphern ist das schön. Hast du grob verstanden, wovon wir reden? Ich bin raus aus der Nummer. Geil. Sollen wir es dir OT kurz erklären? Quatsch. Gut. Alter, das war jetzt auch beleidigend, du. Ja. Wenn selbst ich es nach über einem Jahr geschnitten habe, dass das uns hier die ganze Zeit hart verarscht und wir einfach zu blöd sind, ne? Dann schaffst du das auch. Ja, schön. Also dann klärt mich doch mal jetzt auf, was ihr wollt. Pass auf. Dass Matrioschka quasi das Mordopfer in unserem ganzen Dinner wird. Das ist an sich eine geile Sache. Aber. Was heißt Mordopfer? Die ist halt das unglücklich, dass der Mörder zum Schluss dann Selbstmord begeht oder halt. Ja. Aber wir kriegen ja quasi die Frau nicht in unser Schauspielerensemble rein, weil die ihre Mutter noch pflegen muss. Ja. Siehst du? Und solange sie das noch tut, haben wir auch keine Chance, sie quasi in einem großartig angelegten Selbstmord bei dieser ganzen Show abkratzen zu lassen. Na, also wie gesagt, bei so Sperrfeuern, da kann schon mal eine Kugel irgendwo hingehen, wo sie nicht hin soll. Aber da, also aber bei ihrer Mutter um die Ecke, ne? Ach. Ist das nicht drin? Ja, momentan noch. Ja, eben, deswegen sagte ich ja, müssen wir das nach hinten verschieben, bis sich diese Situation mit ihrer Mutter geklärt hat. Und dann spielt die auch bestimmt gerne in unserem Dinner mit. Okay. Das heißt, wir müssen sie nur zu unserer Dinnerparty durch die Blume hin einladen, ne? Ja, wir müssen einfach nur jemand anderen finden, der sich um ihre Mutter kümmert. Richtig. Düse? Ja. Du siehst durch, also dein Sprite sieht und gibt dir ja ab und zu mal einfach einen riesen Datenblock. Mhm. Du siehst also, dass, du weißt doch noch, wie das war, mit, dass sie nicht nur mit Geld bezahlen könnte, also ja, schon zwei Gänger nochmal nach hinten gucken zu ihr. Und du siehst, bevor die Tür sich schließt, dass der eine sich schon den Gürtel mal kurz abschnallt und der Boss ist offenbar gerade vorne irgendwie beschäftigt, zwei Leuten was zu erklären. Sowas. Wir werden auch die nächste halbe Stunde nicht rauskommen. Sowas. Und danach werden sie irgendwie zufrieden und erleichtert. Gabi hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Voll verharzt, Junge, war die Stelle, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Was die da wohl gemacht haben. Das kam auch vor. Hat die den Poppes vorgekriegt? Hat sie was Schlimmes gesagt? Mit dem Gürtel vielleicht, abgezogen, vielleicht die war Alte. Hinten auch einfach ein besseres Pissoir und die mussten halt mal. Ja. Die waren dann so erleichtert. Sowas. Mhm. Und sie musste abschütteln. Die haben einfach nur das Klo vom Boss benutzt. Also ich meine, das ist ja eine Mutti, die wischt ja ihren Kindern gern mal ein Popo ab, ne? Na klar. Den Popus. Ich wollte das wird hinterher noch schön eingecremt. Also die Alte sitzt da einfach. Das war ihre, und zwar vorher. Also solange sie bei Mutti sitzt, kriegen wir sie da eh nicht raus. Aber
Wir können schon mal dieser Tati sagen, dass wir potenziell eine viel größere Sache, also dass du eine viel größere Sache für sie hast. Dumm. Was denn? Wir brauchen mehr Zeit. Das ist, was er ihr sagen kann, damit sie die Füße stillhält. Zuerst mal Ja, geht's doch darum, dass die Alte die erst. Füße stillhält. Ja, aber da würde ich doch erstmal nur mit ihr reden, was sie überhaupt will und so weiter und so fort, weil wenn wir ihr das jetzt sagen und sie dann den Knochen nimmt, und dann sich voll auf das Dinner freut und das wird hinterher nichts, dann sind wir im Zugzwang und da sind wir voll am Arsch, weil wir das nicht liefern können, weißt du? Tja. Mal eben, bevor wir den Raum mieten, ne, sollten wir das Ensemble bereitstellen. Genau. Also das denke ich nämlich auch, dass wir zumindest irgendwie zumindest die Chancen verbessern sollten, das Ensemble zusammenzukriegen, bevor wir da irgendwie groß Flugblätter raushängen. Aber ich würde erstmal mit ihr reden, was sie für die Feier denn geplant hat. Wie groß? Und wie Wie groß, groß die Feier sein soll. genau, wie groß die Feier sein soll, was sie da irgendwie so an Catering erwartet und so weiter und so fort. Und dann. Getränke, vielleicht eine Frau aus der Torte oder so irgendwas. Ich kann ja auch Striptease tanzen. Sehr Das schön. wäre eigentlich mal was. Also ich sag Ne? mal, das mit der Torte wird nie alt. Das Witzigerweise, es ist wird immer echt nie gut. alt. Das haben wir schon beim Bulleneinbruch damals gemacht. Habe ich ja die Torte kommen lassen, habe ich ja gesagt. Weißt du nicht Ja, mehr, ne? das stimmt. Doch, Doch, da weißt du weiß ich noch. das doch. Ketzer. Jupti. Was? Torte kommen lassen, Bull. Einbruch, was? Der hatte Geburtstag, mein Gott, und dann muss der Nachtschicht schieben. Da muss man doch mal meine Torte hinschicken. Das finde ich nett. Ne? Ja. Was war drin? Wie, was war drin? Dö-dö-dö. Sag mal, Didi-dim. bist du ein Kerl oder? Nee, er ist doch ein Gummikoch. Manu. Minjo. Ja. Nee, aber manchmal kommt er mir tatsächlich vor wie ein Village-Typ. Naja. Zumindest von Wer mir im Moment aussieht. Ey. Was denn? Bist du kein Dorfjunge? Schon, doch, ja. Siehst du? Da bin ich auch stolz drauf. Also nicht so abwerten Siehst von du? Reden. Du Ich hast, rede. jo, 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 du hast neulich die Werbung für einen Brusthaarepilierer gesehen für Männer. Also der Typ war, also der hätte sich von Kabans jetzigen Pflegestatus noch was abgucken können. Dir fällt sogar noch die Adresse, die Matrix-IP-Adresse ein, wo du diesen Werbespot nochmal zeigen kannst. Der ist wirklich, ich sag mal, der ist echt Twilight. Ja, Boah. super. Jojo verschickt das an beide und meint dann, Kaman, Nicht witzig. ich sehe deine Zukunft. Moment, Du das ist doch gehst gar nicht ins der. Showbusiness. Das ist doch Und gar nicht der Tanzschirmmodel? gar nicht to up to date Clip. Moment, Billy fälscht eben mal kurz noch Kabans Gesicht da rein. Das ist der Neue. Ernsthaft, Mädels? Was denn? Ich finde das gut, dass du dich Jojo noch auf diesen. grinst ihn an. Ja. Kaban versucht euch beiden hinters Ohr zu, also hinter den Kopf zu hauen, so leicht, quasi nicht schmerzhaft, aber so leicht. Und warte. Ausweichen und dann einen schnellen Fluchtversuch auf Ich glaube, mit Ice einem Skates. Erfolg auf Geschicklichkeit bleibt nicht. Ich lege mich dabei auf dem Du Bett. darfst aber eigentlich Geschick und Akrobatik würfeln. Ja. Er Muss darf ich ja der alles würfeln, Akrobatik. was ich sage. Oh, was sagst du denn? Ich habe keine Ahnung. Gut, Ich habe denn nur er wusste für nicht, was sie Inline taten. Skate fahren war es mein SR4 Geschick und Reaktion. Das hielt ich aber auch immer für Schwachsinn. Deswegen würde ich sagen, ist ihr Schick und Gymnastik? Akrobatik eigentlich nicht schlecht. Also Gymnastik brauchst du. Allerdings ist es auch Quatsch, das zu würfeln. Ja. Ja, außerdem, ne, mit meiner Geschicklichkeitsprobe kommt ich auch schon mal auf einen Sie ist Erfolg. ein Das reicht schon. Glückskind, das heißt, du wirst maximal jemand anders erwischen und ich weiß nicht, ob du das willst. Die Doch, andere ist doch, wäre elfen witzig. Doch. gleich und damit nicht zu treffen. Na klar, hat er jemand anderen erwischt. Na sicher. Jojo musste sich just in diesem Moment die Schnürsenkel binden. Was, Dann sag mal, Schnürsenkel? hast du sie noch alle oder was? Dass da das auf Jojos Hose Höhe ist, wird es bei jemand anders woanders gelandet sein. Ja, so zwischen Schulterblättern halt. Ach so, okay. Also, wenn man nicht Glück ganz gehabt. so gut ist beim Schlittschuhlaufen, dann ist man so leicht nach vorn übergebeugt. Das heißt, da glaube ich eher dann so Schulterblätter ist ganz realistisch. Okay. Willst du ja Stress anfangen oder wie sieht's aus? Sorry, Mann, ich bin echt Anfänger hier. Dann pass mal auf, Alter. Geh auf die Kinderbahn. Gibt's hier kein Nichtschwimmerbecken oder was?
Nee, Schwimmen wäre hier nicht so schlau, ist alles vereist. Machst du jetzt Jojo, noch einen auf Klugscheißer, oder? Jojo richtet sich gerade wieder auf. Guck Kamal an. Ernsthaft jetzt? Der war dir nicht zu dreckig? Naja. Na lass doch mal den Kleinen in Ruhe, der ist halt auf dem Eis ausgeditscht, sagt Billy. Mit ihrem Novosibirsk. Also, Moment mal, du kommst auch aus Novosibirsk? Natürlich! Boah! Sag mal, wie ist denn das? Warst du neulich mal wieder da? Ich hab gehört, die haben das Kino, das große Zoo gemacht, hier, das Schachtkino. Das Schachtkino zum... Nee, ich glaub's ja nicht, da hab ich meinen ersten Bussi gekriegt. Oh, echte? Nur ich hab da auch, also da erst mache ich Schwummeln so, auch untenrum, das war ja, ein Erlebnis. Hast ja, du geschwummelt? Na super! Das war ein Boy, sag ich dir. Mua, du, ich muss mal weiter nu hier mit dem Dicken, weil der muss noch ein bisschen laufen üben. Wenn du siehst mal da bist, grüß der Heimat, ne? Ne, sagst du Gruß auch von mir, nicht an die schöne Statue da. Ja, klar, ne? Ja, ja super. Und du, Junge, pass mal ein bisschen auf. Entschuldigung nochmal. Dann fährt er weiter. Das war sehr schön, danke. Es tut mir leid. Das war sehr schön, ich hab mich gefreut. Wegen auf dem Eis ausgeditscht. Ja, sehr schön. Man muss ja zusammenhalten. Ich weiß, der Kaban mag ja Billy jetzt überhaupt nicht mehr, aber sie hält trotzdem noch zu ihm. Er hat nie gesagt... Süßes Pärchen. Mhm. Nö, das, darum geht's gar nicht. Billy, das... Doch, genau Alex, darum geht's. Alex, das Billy, ne? Also, du bist, willst aber auch erst den Sohn, dann den Vater. Ach, geht's alle, auch? Alle hoch da. Massenvergewaltigung der Königin. Nee, nicht. Kennt ihr nicht den Film? Doch, das kann ich mir gucken, aber okay. Die lustige Geschichte der von Mel Gibson, hätte ich beinahe gesagt. Nee, Mel Brooks. Geschichte durch doch, irgendwie ja, glaub, Reise wirklich, durch die ja. Zeit oder kleine nee, Geschichte der Zeit. Funny, oder? Funny History of Stimmt, the Stimmt, den habe ich doch letztes Jahr gesehen, nachdem du gesagt hast, ich soll mir den angucken. Richtig, ja? Mit dem Peace-Pagen. So ja, der genau. Der Peace-Page. Wo ist denn der Peace-Page? Nee, aber das Beste ist halt Massenvergewaltigung der ja! Königin! Auf die Königin! Beim Schachspiel. Oh, war das schön. Richtig. Jesus, yes. What? Not you. Jesus. What? Not you! What the fuck? Jesus. Ah, so gut. Yep. Schön. Ich hab mir übrigens nochmal kurz zum Besten gegeben. Ich glaube, ich mache einen Remix aus Flummis Rülpser. Dann wirst du die Top 100 stürmen, auf jeden Fall. Seriously, ich hab jetzt schon angefangen, ich hab mir ein Projekt auf Dings zusammengestellt, auf hier, zum Runtermixen. Ich weiß nicht. Oh Mann. Der Rülpser wird ein Hintergrund-Beat. Und ich werde mir noch einfallen lassen, dass Kaban und ich noch ein paar schöne Geräusche machen, die werde ich auch mit einbauen. Und natürlich auch Trollstens. Da werde ich mir ein schönes Lied draus machen. Ihr müsst auch du mal singst ja auch immer. Machen. Nee, du singst ohne so schön. Ich sag nur Einleitung zu 1 von Episode 7. Habe ich da wieder es mal wieder hält gesungen, dich ja? Keiner auf. Oh Gott. Wenn du wüsstest, was ich jetzt alles singen könnte. Ja? Leg los. Okay, also, was übrigens gerade läuft, das ist ja eine YMCA. Das wäre das nächste gewesen, aber ja. Auf meiner Liste steht, in den Charts kommt gerade auch laut über Lautsprecher, das ist von Britney's Tears. Wish you were dead. Na, 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 wish you were dead. Das ist aber auch gerade meine Zehennägel rollen, ich schwöre. Weißt ja nicht, wie viel Spaß es macht, falsch zu singen. Das ist so unglaublich gut. Okay. Ich habe jetzt noch 47 von denen, das. Zwing mich nicht dazu. Doch. Zwing mich nicht. Warum nicht? Hau mal raus, einen noch. Warte. Oh Gott, ich weiß, ich habe daran mitgearbeitet. Er hat aber richtig 90s Trash. Oh das nächste ist von Tokyo Motel. Ich muss durch den Konsum ans Ende der Welt zur Kasse gehen, der habe ich bestellt. Okay. So Con-Emo-Rock quasi. Alter, die Liste, die ist echt durch. Haben wir schon wieder getrunken? Wir hatten sehr viel Spaß, als wenn sie das gepasst hätte. Einen kriegst du noch, okay? Einen kriegst du noch. Okay, sure. Pass auf.
Also, das nächste ist. Wenn er schon selbst lachen muss, ist es nicht gut. Sogenannter Asamando Pop. Ich hoffe, das sagt euch was. Das ist von dem Künstler Oleg D. Gib mir die E-Mails zurück. Du brauchst die Organe nicht. Gib mir die E-Mails zurück. Darauf bin ich echt erpicht. Je eher du klonst, umso besser für dich, denn ich weiß, wo du wohnst. Der war gut. Den mochte ich sehr gerne. Ah, sehr geil. So. Ich könnte auch Runs vorbereiten, aber das macht nicht so viel Spaß. Können wir nicht wirklich mal dran arbeiten, dass wir eine Musical-Episode einspielen? Das ist sehr viel Arbeit, die wir nicht bewältigen können. Das glaube ich auch. Doch, das machen wir. Und die ganzen Dialoge werden dann gesungen. Ernsthaft? Come on. Ein Musical ist ja auch nicht alles gesungen, da gibt es immer nur an den wichtigen Stellen Gesang. Das kommt drauf an, welches Musical du gehst. Ficken. Fallen wir nicht in den Rücken und du kannst nicht singen. Noch schlechter das ist, als ich. Weiß ich. Sagst du, das ist sehr schön. Den Charts. Guck mal, wie arrogant er jetzt gerade war. Du kannst nicht singen. Ich wollte nur. Du bist halt nicht in der Band. So. Ja, sie ist auch nicht in der Band. Also du kommst nicht in das Bandhaus, ja. Sie kriegt quasi Flummi ein Ticket. Flummi ist unser Detlef Soest einfach. Also ich habe keine äußerlichen Ähnlichkeiten, aber. And 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Oh, wenn ich mein Spielleiter wäre, müsste ich ihn hassen. Ich bin dann Heidi Klum. Oh Gott, ja, das bist du. Mag sie so darf Kaban der Bachelor sein? Die Bachelorette. Sonja Krause vielleicht. Die ist doch geil, die alle. Ich kann mich gerade nicht wehren, weil ich lache. Ey, aber Sonja Krause hat wenigstens Abitur, da hätte das echt noch schlimmer treffen können. Ja, das geben sie auch mittlerweile jedem. Die haben ja auch Sibylle Rauch. Jetzt, wo du sagst. Sibylle Rauch an der Oldenburger Universität Ehrendoktorat gegeben, Alter. Ja, war auch falsch formuliert. Was ich meinte war, Sonja Kraus, da könnte man noch fast denken, sie macht es wegen des Geldes und ist nicht wirklich so, wie sie da ist, im Gegensatz zu anderen Leuten. Bei Sonja Kraus, da ziehe ich ihn gerne gleich wieder raus. da hast du jetzt aber auch tief gegraben, um den noch zu finden, oder? Ja, der ging jetzt aber eigentlich gerade wirklich so aus dem Hinterkopf einfach vorgesprungen. Das glaube ich ja nicht. Gut, also. Denkst du, ich bereite sowas vor? Ich würde sagen, Taxi. Ah, du willst mit der Tati reden, ne? Ja, nee, das Taxi, das uns quasi wieder zurück an den Tisch bringt, quasi. Achso. Ich glaube, da brauchst du aber eher einen. Ja, du brauchst eher einen Flugzeugträger dafür, um es wieder einzusammeln. Ein Hellcarrier. Gut, also die Chartrunde ist jetzt vorbei. Ich hebe mir noch was auf für die nächsten Male, ja. Schade. So. Und wo waren wir stehen geblieben? Wir möchten also ein Cluedo. Wir wollen also ein Cluedo aufziehen. Ja. Und mit Matrioschka, das wird heftig. Anscheinend kann die Alte doch noch ein bisschen länger da bleiben. Okay. Okay, wie kommst du drauf? Och, ich zeige euch den Videofeed. Ach so. Sie gibt den Affen Zucker. Die lässt sich gerade einmal durchkämmen. Ja, sie gibt den Affen Zucker. Sehr schön. Hm. Die braucht aber lange. Die muss doch erstmal das Gebiss rauskramen. Boah. Altfranzösische. Was du immer mit deinen Franzosen hast. Also, ja, wie gesagt, so schnell kommen wir wahrscheinlich gar nicht an die ran, wie wir gerne möchten, aber trotzdem sollte Kaba dann mit Tati reden. Oder dann möchtest du dann lieber deine Nase da nicht reinstecken, ne? Oder möchtest du dann mit ihr mitreden? Du mit ihr reden. Also es wäre, glaube ich, sinnvoller, wenn erstmal er mit ihr spricht. Mhm. Genau, vielleicht weiß und sie ja gar nicht. Ich kann, um ehrlich zu sein, in diesem Fall tatsächlich gar nicht so viel ausrichten, weil ich sie auch nicht gut kenne. Es ist nie ein besonders herzliches Verhältnis gewesen, das wir hatten. Und ich sag mal so, wenn sie wüsste, dass du dabei bist, also wenn sie sich hundertprozentig sicher wäre, da sie dich ja auch kennt, wäre sie vielleicht auch auf dich zugekommen. Ja. Und ich man bin gerade aktuell ganz froh, dass das nicht so ist. Mir geht's eher nicht so.
Das ist mir völlig bewusst, aber du kannst dir auch sicher sein, dass wir, wenn irgendwas notwendig sein sollte, dir auch helfen dann. So ist es ja nicht. Dankeschön. Aber ich sag mal, vielleicht sollten wir im Moment so wenig aufsehen und die ganze Sache machen wie möglich. Nein, jetzt ehrlich, quatsch erstmal mit ihr, irgendwie klär das mit ihr, was sie will, was sie nicht will und so weiter. Vielleicht speist sie dich auch ab und sagt, okay, dann machen wir es später mal, wenn ich auf dich zukomme. Und dann ist gut. Also, mehr fällt mir jetzt gerade auch erstmal nicht ein. Also, die wird jetzt nicht sofort losrennen und irgendwas machen. Also, da kannst du dir schon mal relativ sicher sein. Okay. Also, so gut kenne ich sie dann doch, weil ich zumindest weiß, wie sie das auch mit anderen handhabt und so weiter und so fort. Und es ist gut, wegen so einer Sache hat sie jetzt bisher noch nicht gehabt, aber die hat auch Sachen gegen mich in der Hand gehabt. Also, so ist es nicht. Ich meine, die wusste auch, wo meine Werkstatt lag und alles Mögliche und hat mir auch Bescheid gesagt, wenn da mal jemand kam. Dafür hat sie halt ein bisschen Kohle gekriegt und so und dann ist gut. Aber damit hätte sie mich auch locker in den Knast bringen können, wenn sie gewollt hätte. Verstehe. Okay. Und ein überleg dir mal was ist immer eine ganz praktische Angelegenheit, wenn man selbst gerade noch keine so gute Idee hat und dann erstmal hofft, dass die Leute irgendwie vielleicht selber mit einer irgendwie ganz schnell irgendwas im Petto haben und sagen, hier so und so sieht's aus. Also ich sag mal, wenn man den Preis heben will, dann. Wenn das jetzt Hoch, einfach es fängt zwittern? an zu regnen, Alter. Hä? Jojo guckt hoch. Nein, es fängt nicht an zu regnen. Jojo guckt Aber sich um. du spürst ein Ungleichgewicht in der Macht. Hör auf, ihm sowas zu sagen. Wieso? Mann, weiß Spinnst ganz du? genau warum. Hör auf, ihn gut zu beraten. Ach so, entschuldige bitte. Es ist Roleplay, entschuldige. Mal, wie der uns immer unterbricht. Ja, kommen wir mit guten Ideen, ne? Zack. Will er nicht. Roleplay, zack, Ja, Plan, gibt's Abbruch, nicht. Abbruch, keine guten Das Ideen. Schlimme ist, ihm fehlt dann nur wieder die Situation irgendwie, um mich runterzumachen, weißt du? Deswegen ist dann einfach wieder ja. Jolos letzte Worte waren, sowas ist gut, wenn sie selbst noch nicht weiß, was sie von dir will. Ich meine, wenn du jetzt irgendwas zum Beispiel im Petto gehabt hättest oder irgendwas, was ihr sofort hättest liefern können, das vielleicht auch mehr wert wäre als diese ganze Angelegenheit, wo halt nicht klar ist, wie viele Beweise sie in der Hand hat. Ich habe keine Ahnung, was die, ne? Aber dann hätte es halt sein können, dass du ihr jetzt was raushaust oder sagst, okay, ich gebe dir jetzt mal spontan meine Lebensversicherung, die ich auf die Seite gelegt habe, also so, ne, beispielsweise. Und irgendwie keine Ahnung was. Und das ist eigentlich viel mehr wert als die ganze Angelegenheit. Und so verschafft sie sich Zeit zum Überlegen, setzt dich unter Druck. Und deswegen ist klar, dass sie das gesagt hat. Aber die wird schon noch mal mit was kommen, wenn sie konkret was will. Also wenn sie merkt, dass du nichts hast, was du ihr so spontan anbieten kannst, weißt du? Und dann wird sie vermutlich auch mit was kommen, was der Sache angemessener ist. Also was quasi, also eher ein Äquivalent ist, quasi dasselbe wert ist ungefähr. Okay, ja gut, dann werde ich mal mit ihr reden, wenn man mit ihr reden kann. Naja. Mach dir da mal keine Sorgen. Also es ist akut Sorgen musst du dir echt nicht machen. Da hat die selber nichts von. Okay. Dann hoffe ich mal, dass es so wirklich so stimmt. Ja, sollte es nicht stimmen, weißt du, wen du dann im Knast verfluchen kannst. Na, danke. Ah. Ja. Egal, fahren wir noch ein bisschen. Bisschen chilliger jetzt. Nö, noch nicht wirklich, aber erstmal klarkommen, dann nachher mit ihr telefonieren. Mal Ja. schauen. Gut. Und bei dir? Alles wieder im Lot, so halbwegs? Hä? Ja, nach der ganzen Aktion? Ach so, ja. Ja. Ja, so mit ja, ist das, glaube ich, nicht so wirklich getan, oder? Na, mir geht's wieder gut. Einigermaßen. Okay. Ich meine nur, weil es ist. War doch schon ein bisschen mehr. Ja, ach, das ist alles. Wir haben uns doch seitdem wiedergesehen. Zwischendurch mal, oder? Ja, klar haben wir doch.
Ich war doch sogar wieder fit. Wir haben uns doch gesehen. Gestern. Mist. Gestern? Ja, gestern. Gestern Vormittag und gestern Mittag. Meinst du dich vorgestern? Nein, gestern. Stopp. Ja, genau, gestern. Ja, siehst du, die ganze Aktion bringt mich so durcheinander. Das ist ja Wahnsinn. OT, springt man immer so ja, leicht auf das wir haben uns am 12. mittags oder nachmittags getrennt. Und ihr seid dann, also wir sind dann ja, haben uns quasi getrennt, dann ist Karma nach Hause gegangen und hat da Tati vorgefunden. Und das ist nämlich der Zeitpunkt, wo Jojo halt woanders hingegangen ist. Und Billy dann hat sich dann an dem Tag noch mit Vicky getroffen. Und den Abend habt ihr dann quasi im Spa verbracht und Jojo war halt anderweitig unterwegs. Und jetzt ist der nächste Tag. Also die haben sich gestern getrennt. Könnte sogar stimmen, was er sagt. Siehst du, ich bin hier völlig durch. Das, du brauchst das... einen Schnaps, Junge. Hier die hab... Glühwein. Ja, das wäre obwohl. Na komm. Naja, geht. Einer mag vielleicht gehen. Ach, was ist denn los, ey? Du bist doch nicht, kannst doch nicht so dingsig sein, ey. Was soll denn das? Was hast du nur gemacht? Ehrlich. Du hast doch. Hast du nicht eine ordentliche Tablette? Zeig mal, was hast du dir gekauft? Hier, da, schnell wirksam. Läuft. Ja, siehst du, muss doch laufen. Ja, nee, gerade nicht mehr. ja, okay. Das Zeug ist halt heftig, wenn das halt zu früh konsumiert wird. Dann nimmst du halt noch eine Tablette. Wir kaufen dem Knickerbocker. Weil sitzt die Scheiße noch so locker, nichts geht durch die Knickerbocker. Das ist richtig. Ja. Was zum Geier? Knickerbocker. Was? Und so schöne Wollstrümpfe da drunter. Oh ja, schön. Mit hier, wie heißen, glaube ich, Edelweiß. Ja. Genau. Geil. Aus Schafswolle. Genau, aus Schafswolle. Und dann kriegt er so tolle Schuhe dazu. Und Hosenträger, ganz wichtig, Hosenträger. Ja, klar, Hosenträger muss sein. Mädchen, vergesst es, egal was ihr da vorhabt. Oh, warum denn? Ich werde mir jetzt keine Socken mit irgendwelchen Blümchen drauf anziehen. Nein, das verlangt ja auch keiner von dir. Damit würdest du in der Tat komisch aussehen. Ja. Das betont aber so schön deine kräftigen, starken Waden. Auf der großen grünen, nee, auf der schönen grünen Wiese, genau, liegt ein großer grauer Berg. Streckt die Beine in den Himmel neben ihn, da liegt die Jojo, der Zwerg. Ey. So? Nein, der Zwerg, das ist ja Jojo und der Berg der Kaban. Alter. Das ist so gut. Ich hab das total vergessen, Flumi. Wegen dir kenne ich das Lied gerade wieder. Ich hab das komplett vergessen. Oh, sehr schön. So geil. Wo kommt das nochmal her? Das ist Benjamin Blümchen. Ach Gott, richtig. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto. Und der Berg, ein Elefant. Er ist freundlich und kann sprechen. Und ist überall bekannt. Ah, geil. Und liegt gerne in der Sonne. Oh, Mann, wie ein runder schwirren Bienchen. Okay. Nein, das bin ja ich. Benjamin Blümchen. Töre. Ihr macht mich fertig heute. Wieso denn? Ist doch gar nicht so schlimm. Die haben das jetzt überarbeitet, das Lied. Benjamin Blümchen-Lied geht es anders. Ah ja, wie? Wir müssen es Benjamin, du lieber Elefant, kannst sprechen und bist überall ja, das bekannt. War irgendwann später, genau. Ja, das alte ist viel besser. Da ist das alte Moment. Ja, das Moment. Ist richtig. Benjamin? Wie war das? Wir auch wollen nicht gerne sehen, irgendwie sowas. Und dann, wir fragen uns, was wird wohl heute geschehen? Genau. Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Benjamin schön. Blümchen, deine Welt ist schön. Und hier geht's weiter. Benjamin liebt alle Leute, ja, sogar die Polizei. Ja! Allen hilft. Schön, dass man das extra erwähnen muss. Seinen Spaß dabei. Aber es soll ja auch bei der Polente Leute geben, die ganz vernünftig sind oder gewesen sind. Oder vielleicht so, ne? Richtig. Man nennt es auch bestechlich. Wenn er gerade nichts zu tun hat, wohnt er vorne links im Zoo. Doch er kann auch U-Bahn fahren, sprechen kann er kann sowieso. Kann er sowieso. Genau. Eins mag er gar nicht, gebratene Hühnchen. Nein, lieber Zuckerstückchen, euer Benjamin Blümchen. Töre. Genau.
Wir haben gerade gesungen, das hast du leider verpasst. Die hat mir auf jeden Fall nicht anhören können heute, oh Gott! Ja, ich glaube, wir sollten uns bei Alex entschuldigen, weil wir so viel singen. Nein, nein, Alex interessiert Kim. Das nicht mehr, aber Sascha, die interessiert das bestimmt. Und Kim auch. Ja. Und Ashton. Und Chris. Und Ashton. Das hat der Dinger verpasst, das wisst ihr, ne? Und Robin. Ja, das wissen wir, aber das hört er dann irgendwann später mal. Verdammt. So, schön, dass ihr gesungen habt. Außerdem ist Singen etwas Gemeinschaftliches, da freut man sich immer, wenn andere singen. Vor allen Dingen, wenn sie so schön singen wie wir. Richtig. Ja. Aha. So, wo war ich? Dass der Zwerg Jojo ist, da waren wir. Hm. Genau. Der graue, große Berg, das bin ich. Ich dachte, weil er sich keine grün. Blümchensocken anziehen wollte. Genau. Wie dem auch sei, wir fahren da quasi noch eine Weile rum. Ja, ihr fahrt noch eine Weile rum und dann erklingt rechts von euch ein glockenhelles Lachen und ein erstaunter Aufruf und ein Hallo, Tante Jojo, Tante Foxy, Herr Onkel Kaban. Ihr seht, ein Mägdelein, das ist so zwischen klein und kleiner, so Primarstufenbereich mit dicken, fetten Grübchen im Gesicht, die so tief eingekerrt sind, dass es eigentlich schon physikalisch echt schwierig wird. Mit einer Timoschenko-Gedächtnisfrisur, aber in schwarz. Natürlich kindesmäßig warm angezogen, kalt, die da auch auf Schlittschuhen an der Bande stand, aber jetzt freudestrahlend mit einem glockenhellen Lachen auf euch zugleitet. Woher kennen wir der, die das? Woher kennt die uns? Mhm. Was ist das? Ja, also, wisst ihr nicht? Okay, nee. Jojo schaut Billy und Kaban an, was ist das? Ich schieße keine auf. Ahnung, ich... was? Ihr Kopf platzt in einem Blutregen. Du bist so hässlich! nein, ich würde mir sie gerne mal genau anschauen. Das sind noch mehr Beschreibungen. Was bist du für ein Pedobär? Nein, ich will also, quasi hat die irgendwelche Sachen im Ohr oder etc. Also wird die gerade, ne? Also sieht man irgendwas an ihr? Da kann auch ein Mikrofon dran sein. Es ist nicht auszuschließen, ja. Sprengstoff oder so sehe ich nicht, oder? Jojo ignoriert sie einfach und fährt weiter. Sie hat eine sehr, sehr dicke Jacke an. Vielleicht hat sie Sprengstoff drunter. Ja, es ist alles möglich, Kaban. Alles. Okay. Hey, hoch. Wer ist das denn? Erkennt die irgendwer von uns? Nein. Nö. Was denn? Warum fährst du denn weg, Tante Jojo? Ihr wolltet mir das doch noch zeigen. Wir wollten dir was zeigen. Na, ihr habt gesagt, dass ihr mir dann noch zeigt, wo die bunten Einhörner sind. Im Zoo. Das habt ihr mir versprochen. Ach du Scheiße. Jojo. Nein, schaut Billy an. Hä? Bei mir hat's immer noch nicht Klick gemacht. Ich glaube, ich weiß. Sag wann mal. Hast du uns getroffen? Schön, dass ich wieder unterbrochen werde, Kaban. Mach, Entschuldigung. Nö, mach. Komm, jetzt musst du dich da selbst rausbuxieren. Na klar. Das ist. Sie zählt an ihren Fingern ab. 1, 2, 3, 5, 6. Das ist schon ganz lange her. Ihr hört gerade durch die Comlink-Verbindung. Hat irgendwer von euch eine Knarre mit? Ja. Immer wenn ich mit dir weggehe. Das ist garantiert irgendein Remedition von, als wir noch. Wisst ihr? Ja. Halloween? Genau. Sag mal, war das zu, wo die Leute sich alle so verkleidet hatten? Hatte der silberne Sachen an, der Typ hier? Ja. Und ein Surfbrett? Aber dann war euch allen warm und dann habt ihr euch nackig gemacht und dann war euch kalt und dann habt ihr gesagt, ihr müsst euch unbedingt aufwärmen. Dann habe ich euch die Tür aufgemacht und dann haben wir uns ganz lustig unterhalten und dann haben wir Mau Mau gespielt und dann haben wir Würfeln gespielt und ich habe immer beim Würfeln gewonnen, weil und dann habt ihr erzählt vom Zoo mit den bunten Einhörnern und dass wir dann noch hingehen können. Ach, der hat doch so. Und ihr habt es mir ganz fest versprochen und jetzt sehe ich euch wieder. Voll gut, ne? Ja, das ist, siehste. Guck mal hier. Ich habe nämlich leider deine Nummer aufgeschrieben gehabt. Ich nehme nie wieder Drogen. Lügnerin. Das ist ja total toll, dass wir uns jetzt wiedersehen.
Solange ja, es nicht Mama und wir zu dir können sagt. Sofort los, weil mein Bruder Agafon, der... Warte kurz. Hör auf, diese Taste zu drücken. Danke. Also mein Bruder Agafon, der, sie beugt sich etwas vor und flüstert so mit vorgehaltener Hand vor dem Mund. Der küsst da schon wieder diese Frau. Welche denn? Die da. Sie zeigt auf die Bandensitze und da seht ihr halt irgend so eine Kirsche und es ist tatsächlich Agafon. Billy, der Agafon. Billy pfeift auf zwei Fingern und ruft rüber, ey, nimm die Zunge aus der Alten! Du weißt schon, dass du ihm das, du hast es ihm gerade einen Stich versaust, wenn du als eine Ex-Freundin da auftrittst. Ach, das ist hervorragend, das kann ich gut. Jojo fällt hin. So gut. Okay, er blickt erst etwas verstört, in seinen Augen ist kein Zeichen des Wiedererkennens. Hat er eigentlich damals was abgegeben von einer Drogen? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben ihm was abgegeben. Nee. Ich dachte nämlich auch. Doch, wir haben ihm was abgegeben. Ich glaube ja. Der hatte gefragt gehabt. War dann bloß nicht lustig genug. Okay, hat den nichts abgegeben? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir hatten nichts abgegeben, aber... Ich habe keine Ahnung mehr. Alles für euch. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, er also weder Kaban noch ich haben Ahnung davon. Im Zweifelsfall ist es irrelevant. Ja. Er kennt dich nicht wieder. Ist nicht schlimm. Was? Der kennt mich nicht wieder? Wow. Das ist fast ein Jahr her. Das ist richtig. Ach. Ja, aber nur fast. Ja, okay. Also den haben wir gar nicht am Halloween getroffen. Achso, deswegen erkennt er mich. Nein, das war im Schwimmbad. Gewesen. Du Hodendrogen. Musst es echt nicht wissen. Hodendrogen waren das. Ja. Aber von den Hodendrogen haben wir ihm, glaube ich, erzählt. Nicht direkt? Also nur indirekt. Weil wir hätten das nicht klar machen können mit Billy, dass die eigentlich Hoden das hat. Das ist es. Jojo nimmt Billy übrigens mit. Wir pezen ja, da jetzt ich versuche quasi mit der Kleinen an der Hand auch hinterher zu fahren. Ey, Nadeshda, komm doch mal weg von dem Typen. Warum denn? Genau? Pass gut auf sie auf. Im Gegensatz zu dir. Überhaupt nicht. Agi, du erinnerst dich nicht mehr an unseren tollen Tag. Wie hieß denn der andere gleich wieder, der mit ihm dabei war? Bogdan. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Weil der Name so beschissen ist. Aber es kam auch wie aus der Pistole geschossen. Das ist Wahnsinn. Es hat sich eingebrannt in deinem Gehirn. Da liegt jetzt ein verbrannter Zettel bei Trolli im Gehirn rum, wo drauf steht Bogdan. Also ansonsten ist da einfach nur Leere. Gibt noch einen Zettel mit süffisant Grinsen beim Spielleiten nicht vergessen und das war's. Ja, aber nur wenn Flumse da ist. Mm-mm. Wenn ich meine Riesenmachenschaften mache. Nee, ich, was war denn da? Volleyball spielen war da. Du erinnerst dich nicht mehr. Spachbad. Du hast sie mit du und sie. Jojo nickt in Richtung Billy. Billy setzt ihr verfluchtes Lächeln auf und grinst ihn alle. Hallo! Kannst du so eine Sahneschnitte vergessen? Funke des Wiedererkennens regt sich. Ja, wir haben da Volleyball gespielt. Wir haben Volleyball gespielt. Und du hast, genau, mit Bogdan. Und ihr habt verloren, weil ihr ständig auf ihre Brüste geguckt habt. Wir haben Mixteams gemacht. Echt? Ja. Weiß ich, das siehst du, das habe ich schon wieder verplant. Aber Bogdan und du haben verloren. Witziger Tag, ja. Stimmt, weil er die ganze Zeit auf deine Brüste geguckt hat, sowas. Ja. Und dann haben wir uns irgendwie noch über Hovercrafts und Motorräder unterhalten, das weiß ich noch. Das ist richtig. Ja. Ja, schön. Ich habe jetzt eure Namen leider vergessen. Darum, aber... das ist nicht schlimm. Ja, war ein netter Tag. Das ist richtig. Pass mal besser auf deine Schwester auf. Das war noch ein Mädchen, oder? Ich kann da hier rumfahren. Ja. Der Stein, nicht mit den Männern mitfahren, auch nicht mit den Frauen mitfahren. Kannst mit denen reden, aber bleibst immer in der Nähe von anderen Erwachsenen und dann geht es klar. Sie liegt ganz eifrig. Und hebt dann an zu sprechen, ja, und das sind die, wo ich erzählt habe, dass sie bei uns zu Hause waren und dass sie dann, das sind die dein Kirschsaft weggetrunken haben und deine Limonade und dann waren die noch ganz lustig und dann war die warm und das sind die. Das war doch geheim. Oh, sie schlägt sich beide Hände vor den Mund. Das habt ihr aber nicht gesagt.
Und dann haben wir das vergessen zu sagen. Joliko. Ist nicht schlimm. Na, der Scheiß, denkt ihr mal nicht dauernd irgendwelche Lügengeschichten aus? Das habt ihr schon tausendmal gesagt, das ist... Es geht nicht. Muss mal langsam lernen. Ich zwinker ihr zu. Sie kneift die Augen zusammen, aber es ist so ein freundliches Dings. Bloß sie hat halt die Hände vor mir Gesicht, das ist jetzt nicht so viel. Habt ihr 100-mal gesagt, du sollst nämlich irgendeine Scheiße ausdenken und dich wichtig machen? Komm mal jetzt zur Rechte, bist langsam alt genug, das ist ja auch mal normal. Zieh mal deine Schwester nicht so an, was soll denn das? Eben, komm mal klar. Du willst nur deine Ruhe mit der Alten haben, kann das sein? Dabei sieht die nicht mehr so gut aus. Na, darum geht's nicht, sie sollte nur bei ihm aufpassen, hat sich was weggeholt. Also bei dem holt man sich was weg. Du kämpfst ja heute noch mit dem Tripper-Trapper, ne? Also. War der immer noch nicht beim Arzt dort? Ist ja schrecklich. Der sieht nicht so aus. Das ist Quatsch. Nee, ist es nicht. Nee, ist tatsächlich nicht. Sonst wäre ich garantiert nicht zu dir gekommen und hätte mit dir geredet. Guck nicht so. Ich guck dir mal an, was das für Leute sind. Das ist totaler. Guck mal, die hat irgendwelche. Willst du etwas sagen, wir lügen, oder was? Ja. Auf jeden Fall, weißt du, was die für eine Scheiße da haben? Die beiden, die waren volle Kanne druff im Spaßbad. Teller, die weit über die Stirnhöhle hinausgingen, Alter. Bei denen brauchst du echt. Also, das. Er fängt sich eine Schelle, sie geht. Takes one to no one. Was war jetzt da nochmal Sinn der Übung? Seid ihr einfach nur schlechte Menschen oder wie sieht denn das aus? Nee, du hast einfach nur einen Scheißname. Was? Ich hab nichts gesagt. Mit dem Namen, du bist ein. Ein No-Fascho. Ein Fascho? Ne. Wer hat denn zuerst angefangen, hier zu beleidigen, lieber Mann? Du! Jojo lehnt sich jetzt, würde sich zurücklehnen, wenn sie könnte. Ja, du kannst dich seitlich an die Bande lehnen. Gegen die Bande. Das macht sie und guckt den beiden zu. Ich drehe eine Runde mit der Kleinen. Jojo, Glückskind, du findest ein wenig Popcorn, das nicht alt ist. Es ist sogar noch warm und nein, es hat niemand reingeschifft, reingespuckt oder ähnliches, dass da irgendwie auf dem Sitz steht. Du meinst es? Achso, cool. Jojo ist quasi Popcorn. Frisch. Du hast da angefangen irgendwie jetzt mit dem Tripper-Trapper und irgendeinem Scheiß, der... Was soll denn das? Was? Man muss darüber offen reden können, und vor allem muss man da Schutz betreiben mit anderen Menschen. Kannst da nicht so ohne weiteres mit umgehen. Was soll denn das? Was soll was? Hab ich irgendwas getan, oder? Na, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um das wegzukriegen? Die kämpft heute noch damit. Mädels, keine Ahnung, was euch in dem Spaßbad noch passiert ist, aber da war nix. Jetzt im Ernst. Da war einfach nix. Du bist mitgekommen, genauso wie dein Kumpel, weil ihr beide was haben wolltet. Wir haben euch was abgegeben und das hat ein bisschen gedauert und danach irgendwie, doch, da war was, mein Freund. Ziemlich gepenkt, Alter. Nee. Doch. Ihr wart doch dann auch irgendwie später oben und habt irgendwie Blubberblasen in euren Shake gepustet. Ja, später. Da war's mit uns, deswegen weißt du das auch alles noch. Aber den Rest hast du verdrängt, oder was? Nee. Offensichtlich schon. Selbst wenn, ich würde keinen scheiß Tripper vergessen, ihr versucht mich doch zu verarschen. Warum denn habe ich euch jemals irgendein Leid zugefügt? Es kommt ein kleiner AR. Warum? Ja. Was für einen verfickten Grund hätte ich dafür, mit dir jetzt zu reden, außer wegen so einer Scheiße? Sag mal. Und selbst wenn, alter Tripper, da nimmst du 3 Tabletten und dann ist der Scheiß weg. Selbst ja, also, nee. Du hast dir doch einen Apachen-Trapper gegeben. Ich werde mich einfach auf gar keinen Fall mehr mit euch unterhalten. Ja, das ist eine gute Idee. Also der hier geht. Einfach, Hey, Kaban. Als nächstes Mal, als du die Runde rummachst, sitzt der Typ da nicht mehr. Du hast noch das Nadeshta. Die bringen wir jetzt heim. Bruder? Wo ist euer Freund? Der ist abgezeigt. Er ist beleidigt. Ja, aber er hat seine Schwester hier gelassen. Ja, dann bringen wir die jetzt heim. Das ist gar nicht schlimm, weil ich kann auf mich alleine aufpassen, weil er hat mir gesagt, was ich machen muss und außerdem wollten wir in den Zoo. Ote, können wir überhaupt in den Zoo? Warum denn nicht?
Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Gibt es irgendwie ein Zoo, wo wir hin können? So von wegen sinnmäßig und bla? Oder müssen wir da überhaupt nicht? Achso, hat Computer sagt ja. Computer sagt ja. Computer sagt ja, da sind dann manche Tiere, sogar einige, sind sehr lebensechte Drohnen. Also komplett lebensecht, aber es ist quasi der Zoo, wo man hin kann. Die richtigen Tiere, die sind für euch ja eher nicht so zugänglich. Gibt's denn keinen Fantasie-Zoo, wo es die Einhörner gibt? Ey, Willi, AR. Ja? Oh ja, ich kann einen AR-Zoo aufziehen. Und weil es gibt mehrere Weihnachtsmärkte, wo es nicht kommt. Einhörner sind sowieso unsichtbar für normale Menschen, deswegen gibt es da spezielle Brillen, um die zu sehen. Deswegen, du hast mir gesagt, sie zeigt auf Jojo, dass die für Jungfrauen, also Frauen, die noch nicht, die habe ich vergessen. Gepimpert. Die noch nicht gevögelt haben. Genau, die keinen Vogel gehalten haben, dass die, die mögen. Ich bin schon 7. Ja, deswegen ja. Das ist doof, jetzt mögen die mich nicht mehr. Hä? Ach nein, nicht 6. Das ist gut, das ist so. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Also können die mich doch gut leiden. Na klar. Cool. Aber dich nicht, hast du gesagt. Nee, mich nicht mehr. Die Zeiten sind lange vorbei. Das ist ja traurig. Ich hatte meinen Spaß mit den Einhörnern. Du bist ein Molester, ist klar. Sie hat sich molestet, die Einhörner. Was hast du mit denen erlebt? Bitte? Was hast du mit denen erlebt? Haben sie dich auf ihren Rücken reiten lassen? Auf dem Rücken nicht, aber... Auf dem Bauch. Wie soll das denn gehen? Dann können sie ja gar nicht laufen. Einhörner können das. Das ist Einhornmagie. Die Jojo hat mich dann immer aufs Horn gesetzt. Piekt das aufs nicht Fönche. Am Po? Bitte? Piekt das dann nicht in der Po-Backe? Nein. Nee. Nicht bei ihr. Warum? Einhornmagie. Nee. Das schwarze Loch. Das ist so falsch. Die White Russian haben heute keine Grenze überschritten. Ich hatte das nicht so geplant. Warum machst du es dann? Ich hatte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Guck mal, wie schlimm Jojo ist. Bei dem kleinen Kind, weißt du, vielleicht hat sie einen Rest, aber sie hat einfach keinen Rest. Okay, gut. Nach dem Swallow. Nee, da ist echt voll. Hinterm Regenbogen geht's weiter. Also gehen wir jetzt in den Zoo? Ja. Wir sind doch schon im Zoo. Nein. Guck dir mal die ganzen Affen hier an. Hast du was AR eingeblendet? Ja, bitte. Ich hab doch gerade gesagt, ich generiere eine AR-Zoo. Sehr gut. Pass auf. Mit Einhörnern. Ja, und? Sie kann's nicht sehen. Wieso? Weil sie keine AR-Überblendung hat. Dann kriegt sie jetzt eine AR-Überblendung. Wie? Wir gehen in den Stapper und holen ihr eine Magic-Brille. Sehr gut. Eine. Dann tun wir das. Geschichtenerzähler 2000. Mit quasi Ohrstöpseln und verschiedenen Geschichten Bläsen. Quasi. Kaban, ein Herz für Kinder. Ja, wie kostet mich das Ganze? Lebensstil. Geil. Der gruselige Onkel, weißt du? Ja. Genau, der mit Glatze und den Hauern, weißt du? Candyman! Ich hab noch ein bisschen Popcorn! Candyman! Noch ein paar mehr Kinder mit. Und da ist meine Zuckerstange, ne? Ja, der war auch noch angebracht. Auf dem oder halt, zum oder halt, mein Name ist Benjamin Blümchen mit dem langen Rüssel. Was? Ich hatte gerade was im Hals. Kannst du das auch vielleicht... Ich habe gerade noch ein bisschen was gegessen, Mann. Was? Also, Staffershack, sie kriegt eine Brille. Auf dem Weg, da hat der Spielleiter gerade angesetzt. Ist okay. Was ist auf dem Weg? Als sie das dann hat, das muss ja noch kurz eingestellt werden auf sie und so, kennt ihr auch eine geheime magische Zahl? 666, the number of the Jojo. Nein? Was macht die? Schlimme Sachen. Weil dann ist sie ja gar nicht magisch, dann ist sie ja böse. Der Marp geht auch. Böse ist magisch. Ich muss damit aufhören. Die böse ich denke gerade schon wieder an die 69. Das ist eine sehr magische Zahl.
Ich kenne eine ganz besondere magische Zahl. Da geht bei uns zu Hause geht eine Zaubertür auf und dann komme ich in ein geheimes Zimmer und dann sind da ganz viele Zaubersachen. Zum Beispiel? Was sind denn die Zaubersachen? Sie zeigt auf verschiedene nicht Comlinks, sondern schon so größere Module mit viel Datenspeicher und sowas in der Richtung, was man benutzt für zum Beispiel zu Hause Lohnsklaven arbeiten lassen und sowas in der Richtung, die halt ein bisschen bessere Sicherung haben und sowas und so weiter. Alter, und das klingt aber interessant. Die reden dann immer ganz lustige Sachen oder zeigen ganz interessante Sachen, so Motorräder und Autos, und die sehen ganz komisch aus und die habe ich noch nie gesehen, die sind bestimmt aus der Zukunft. Uiuiui. Kannst du uns das auch mal zeigen? Ja, es ist bei uns zu Hause, ihr wolltet das ja letztes Mal nicht sehen, ihr habt gesagt, ich erzähle bestimmt bloß einen Scheiß. Schmorren. Und dann habe ich euch gesagt, dass mein Scheiße nicht sagt, und da habt ihr gesagt, verfickt nochmal, da hast du recht, das sollten wir nicht sagen. Und dann habe ich gefragt, was verfickt nochmal heißt, und dann habt ihr wieder Durst gehabt und habt ihr gelacht. War eine sehr interessante Nacht. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal dann in den Zoo. Und dann bringen wir dich nach Hause. Ja. Warum brauche ich jetzt dieses ganze Zeug für den Zoo? Naja, mal, jetzt also siehst du das mal auf. Genau, setz das mal auf. So, da und jetzt. Ich jetzt so nach Hause zu dir. Genau. Und da kannst du jetzt auch die Einhörner streicheln. Und ich meine jetzt echte Einhörner, okay? Bei Billy habe ich noch den Rest Vertrauen, dass sie einen Funken hat. Ja, sie kriegt auch AR-Handschuhe. Boah, shit. Jetzt wird's teuer. Nee, drei Handschuhe kosten, glaube ich, irgendwie 40, 50 oder sowas. Sie macht ui. Ja, sie können jetzt dann, also quasi spüren, wie die über den ja, über das Fell streichelt und die so. Sie fühlt das Fell des Einhorns. Dann tastet sie das Einhorn ab und versucht aufzusteigen. Und Körpern wird sie quasi auffangen, meinst du? Ja. Definitiv. Sie darf die kommt auf meine reiten. Schultern. Nicht dahin fassen beim Ork. Nein, sie kommt auf meine Schultern. Ich verstehe. Nicht ans Horn fassen. Es ist einfach nur. Mann. Gut, also. Das Gute ist, die Polizei guckt manchmal, wenn ein Ork mit einem Kind auf den Schultern rumrennt, und es ist kein Ork. Aber in der Begleitung der Damen, die man zumindest äußerlich für keine furchtbaren Menschen hält, das ist nicht der Fall. Ich stelle mir mittlerweile eh vor, dass Jojo und Billy zusammen im Viertel so, weißt du, kennt ihr diese sonderlichen Leute, die immer betrunken sind am Sonntagmorgen und die komische Sachen anhaben und wo jeder weiß, okay, die haben einen Hau weg, weißt du, lasse, die tun nichts Meinst Schlimmes. Meinst Leute, wo du dich neben die setzt, sie bitten dich um eine Kippe und sagen dann urplötzlich, ich bin nicht lesbisch und du sagst, ah ja? Jo. Genau so. Genau so ist er. Solche. Ich glaub, so oder die dann bei rothaarigen Frauen sagen, Inzestlampe! Hexe! Das auch, ja. Ja, so, ich glaube, so im Viertel sind mittlerweile Jojo und Billy so abgestempelt. Ich glaube, wir sind da einmal, mehr als einmal schon aufgeschlagen, komisch. So, das Ding ist, ihr wollt sie nach Hause bringen, was ein durchaus vernünftiger Sachverhalt ist. Jetzt ist es so, die hat garantiert irgendwo einen Chip im Körper. Den könnt ihr aber so nicht auslesen. Und die weiß doch bestimmt, wo die wohnt. Sie weiß natürlich, wo sie wohnt. Da müssen wir erst da vorne links. Und dann müssen wir rechts. Und dann müssen wir die große Straße lang. Und dann die 1, 2, 3. Den vierten Comicladen müssen wir dann links. Hat die schon irgendwie einen Herzfehler oder so? Du schnaufst so komisch mit der immer. Sag mal lieber ja. Wer ist das? Kennst du deine Adresse nicht? Nö. Wieso? Naja, weil dir dann mit dieser AR-Brille dir eine Karte zeigen würde. Ich zeig ihr, wie man eine Karte aufruft auf dieser Da kann Brille. Ihr bestimmt nichts mit anfangen. Aber diesen Chip müsste man doch eigentlich auslesen können. Wenn Kinder mal verloren gehen, weiß ich nicht. Die dann haben doch bestimmt eine Marke. Dann sollten die Eltern und der Konzern das wissen. Der das Typ ist bei Mostrans. Das ist ein Doppel-A-Konzern. Das ist richtig. Euch geht der Chip nichts an. Beziehungsweise Billy darf mal Electronic Warfare würfeln. Und Kaban, willst du wirklich diesem Mädchen zeigen, dass sie gar keinen echten Zoo besucht mit Einhörnern? Denn offenbar hat dieses Mädchen tatsächlich keine AR-Erfahrung, obwohl das in der Schule eigentlich gang und gäbe sein sollte.
Vielleicht ist sie auf einer Schule für ganz besondere Kinder. Ja, weißt du, wenn du mit ihr fertig bist, auf jeden Fall Schule zur Erziehungshilfe wegen massiver Traumata. Was? Wieso das denn? Folge. Jojo war doch jetzt Danke. Voll nett zu der. Hallo? Aber einfach nur so wegen allen. Also, Folge, die hat ja, die noch nicht mal verprügelt. Die wohnt in Sokol und zwar in der halt Mostrans-Enklave da, was schon. Wie heißt das richtig? Und extra. Da waren wir und waren da, wir nackt. Da, wo wir nicht super. Reinkommen, weil das da, wo ja vielleicht das extraterritoriales Gebiet ist. Na, extraterritoriales, sie sagten, wir wären aber bei ihr zu Hause gewesen. Nackt. Das ist richtig, das hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Wir waren da schon mal drin. Ja, aber die Frage ist, wie wir da reingekommen sind, Alter. Wir sind nicht im selben Zustand, wie wir da waren. Aber so dem kann man nachhelfen. Wie sind wir da reingekommen? Drogen machen es möglich. Keine Ahnung, ich stand jetzt vor der Tür. Drogen und Betrunken haben immer Glück. Wie sind wir da wieder rausgekommen? Das ist dann, wir waren ja immer noch auf dem Level. Das ist richtig. Alter Schwede. Why to drink and drive? Wir sind diffundiert. Ja, wir fahren quasi Richtung Tor. Sehr gut. Ja, also schon ein dickeres Eisentor mit Monodraht obendrauf und einer Warnung und nicht nur halt Warnung wie normal, hier extraterritorial, Junge, du hast keine Rechte mehr außer denen, die wir dir geben, sondern hier nur Mostrans-Leute oder Botschafter oder Leute, die wir einladen und du verpisst dich gleich wieder, du hässlicher Wichser. Mit dem hässlichen Wichser bist du gemeint. Können wir quasi als Gäste von ihr gelten? Also wenn sie 18 ist, vermutlich immer noch nicht. Ich glaube, das ist schon eher ein ziemlich abgeschlossenes Teil. Ich fürchte, das Einfachste ist, sie tatsächlich, hier gibt es hier irgendwen, rennt da irgendwer rum, der sie nach Hause bringen kann? Ein Wachmann oder sowas in der Art? Ja, da sitzt dann am Tor-Dings so ein Pförtner. Ja, gut, dann bringen wir ihn nochmal zu dem netten Onkel. Pizza für Jonas Wagner! Ja, der Typ sitzt da, guckt kurz auf, guckt genauer hin, kratzt sich am Kopf. Hallo? Doch, hi. Wir hatten, also, er errötet. Wem gegenüber errötet er? Kannst du das so genau definieren? Nein. Doch, wen guckt er an dabei? Billy? Doch, bestimmt. Hat euch alle mal angeguckt und dann, als ihr näher rantratet, war er bereits rot. Nicht Wiki-rot, aber er errötet. Oh, da fällt mir gerade was ein. Na? Wie geht's? Na, der ist da. Mensch, dein Bruder hat dich schon gesucht. Der Idiot hat sie vergessen mitzunehmen. Echt? Ja. Ja. Der ist da, ist das richtig? Nein, ich bin ihm weggelaufen. Das kann man so oder so sehen. Das ist auf jeden Fall nicht meine Angelegenheit. Darum wird sich jemand anderes kümmern. Du gehst bitte da schon mal rein, setz dich hin, spielst mit den Figuren und ich komme dann gleich. Ja! Sie geht dann weg, winkt euch nochmal zu. Er hält plötzlich an, zieht ja die ganzen Elektronik ab. Das bleibt auf jeden Fall hier. Sie guckt ihn entsetzt an. Das ist eine Storyteller 2000. Das ist ganz normales Zeug. Ja, das ist eine Aztec-Ware. Ups. Gut. Gibt es einen Laden, der dasselbe, also ein ähnliches, natürlich besseres Produkt von Mostrams anbietet? Ich mache nur meinen Job. Ich bin noch so programmiert. Natürlich ist das besser. Ja, natürlich. Ja, klar gibt es da sowas. Das ist, ne? Gut, wie viel würde so ein Ding kosten? Echt? Wenn sie das jetzt... Du kannst das doch hier, schau doch Kaban, guck doch mal. Wir haben ihre Adresse, wir können ihr das reinverschicken. Schick ihr das doch einfach. Ja, ich mach das per Online-Shop, zack, zack. Bestell sowas zu ihrer Adresse und sag ihr, dass ich was Gleichwertiges zu ihr schicke. Gut. In der Enklave ist Neonet-Krams erlaubt, also kriegt sie vermutlich wirklich noch besseren Stuff für gleichen Preis. Sehr gut. Sehr geil. Allerdings scheint sie ihn überhaupt nicht zu verstehen, was da gerade passiert und fängt lautstark an zu heulen. Ich knie mich quasi vor ihr und erkläre ihr das. Das will ich hören, wie du ihr das erklärst. Fuck. Also, du weißt ja, dass du hier in dem abgesperrten Bereich wohnst. Und, diese Ware, die, Ware?
Ja, genau, also die Storyteller, die ist halt. Was ist. Hä? Also, pass auf, das hier ist ein anderes Feenreich und du brauchst eine andere Brille, damit du hier alles gut sehen kannst. Und die andere Brille, die. Also wartet diese andere magische Brille, die kriegst du nach Hause. Oh, guck mal, ist doch ganz einfach. Aztec-Leute, die schubsen Köpfe von Kindern. Das ist doch nicht so schwer, Mensch. Ja, danke. Okay. Und dann kann ich wieder die Einhörner sehen und anfassen und streicheln. Okay. Der Typ guckt euch sehr misstrauisch an. Ich zitiere den Dellinger. Er hebt eine Augenbraue. Bis zum Haaransatz. Schön. Einhörner. Zeig mal ihm die Einhörner, bitte. Wollen Sie die aufsetzen? Er zieht dort den... Also er guckt an, was auf dem Datenchip gerade geladen ist. Okay. Den Datenchip darf sie aber mitnehmen? Nee. Echt jetzt? Hast du Also das ist Aztec-Propaganda. Haben sie sich mal angeguckt, wie viel Einhörner da ganz zufällig in Jaguar getöntes Fell haben zum Beispiel? Poxy das nicht gerade selber programmiert? Doch. Das ist Self-made quality. Mhm. Self-made. Achso. Da muss ich erstmal gucken. Aber im Zweifelsfall habe ich ja gehört, ist auf dem Chip gar nichts drauf. Ist gut. Kann sie den, wenn da nichts drauf ist, kann sie den natürlich mitnehmen. Da ist nichts drauf. Ich kann die Daten überspielen auf einen von unseren und dann kann sie den natürlich mitnehmen. Das ist natürlich was anderes. Perfekt. Dann, ne? Ich hole mir kurz einmal die Bedienungsanleitung für die Neonet-Sache. Aber da muss ich Neonet doch nochmal kurz was fragen. Das Kind hat Einhörner gesehen und wollen sie, also das er weicht konsequent Kabans Blicken aus übrigens. Was? Okay. Sie ist also ihrem Bruder weggelaufen und dann haben sie der kleinen Einhornbrille gekauft. Ja, Weil sie so verstört war. Weil sie die ganze Zeit geheult hat. Okay. So. Beauty. Ich will da jetzt auch, wir hatten ja, das ist das nächste Mal können sie auch jemanden anrufen, also da ergibt euch so eine Kundennummer für weggelaufene Kinder von Mostrans, dann holt ihr jemand ab, dann müssen sie gar nicht persönlich, das ist ja auch für sie. Also, wir kommen doch hier gerne mal vorbei. Nee, vielleicht. Das ist ja nicht nötig. Nee, da machen sie. Am Ende muss ich noch andere Leute hier dann durchwinken und ein bisschen genauer vielleicht überprüfen und so. Das hält uns alle auf. Da kümmert sich jemand drum, der da auch vielleicht. Also, das ist nicht nötig. Das ist schon gut. Aber so eine gemeinsame Geschichte. Also, ich meine, ne? Wir haben ja nur gute Erfahrungen hier. Nicht wahr? Keine Ahnung. Ist ja auch her. So, haben wir das jetzt geklärt. Das Kind bekommt ganz nett, dass sie ihm das schenken. Die kleine Natascha kriegt also von ihnen da die Storyteller. Auf dem Chip war nichts drauf, deswegen kann sie den mitnehmen. Da sind dann Einhörner im Nichts. Und ansonsten haben wir hier alles geklärt. Ne? Ja. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen wirklich schönen Tag. Bist du dir sicher, dass wir alles geklärt haben? Jungchen. Ich dachte, wir waren uns einig. Dass wir uns einig waren. Billy dreht sich jetzt mal um und läuft mal in Richtung Bumsbully weiter. Tschüss! Ich wollte nur noch mal verinnerlichen. Wir müssen da einfach keine Worte drüber verlieren. Und ich dachte gerade, du würdest es verstehen? Ich hätte ja eher von ihr, deutet auf Jojo und Billy oder ihr, irgendwas da erwartet. Aber lass mal gut sein, ist alles... Ach so? Gott, ich habe ihm meine Brüste gezeigt. Sagen wir es mal so, und ist vergessen. Also würde ich das nicht nennen. Aber ich dachte, wir beide haben irgendwie festgestellt, dass es nicht so... War da nix... So für uns haben wir doch eigentlich gesagt. Dachte ich. Ihr kriegt über AR weiter ein WTF. Also DNI. Also es kommt quasi zurückgepinkt. Ich glaube, ihr hattet viel Spaß miteinander. Nein, definitiv nicht. Oh, doch. Ja. Und ich glaube, du musst auch nicht mehr... eine Sekunde bitte. Du musst auch nicht die Evelyn anrufen,
die hat das ganz genauso empfunden. Und der Bock da, der denkt da genauso drüber. Ich würde sagen, wir einfach mal jetzt lassen wir mal begangen, ja, Vergangenheit und so. Da muss man auch mal. Wie gesagt, schon völlig alles vergessen. Ja, dann sprich gibt's aber eigentlich nicht mehr ein Video? An. Schön, dass Sie uns beehrt haben. Darauf antwortet er gar nicht. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ja. Oder auch nicht. Ist mir gerade aufgefallen, dass ich das Kind von Anna in der Dashda umgenannt habe, aber das ist egal. Der zwei Namen. Doppelnamen. Mhm. Sehr sophisticated Eltern. Auf jeden Fall, die lassen ja nicht mehr mit AR rumdingsen. Hm. Voll erbärmlich, Alter. Vielleicht hat die Kleine sich ein Twerk-Video angeguckt von irgendwem und dann haben die Eltern gesagt, kein Internet mehr für dich. Ja. Ja. Und so haben sie sie von den Weiten der Matrix-Pornografie ausgesperrt, nur damit sie jetzt in ihrem Kinderlexikon sucht, warum 69 eine magische Zahl ist. Und so. Und Einhörner auch auf dem Bauch geritten werden können. Und Einhörner magisch auf dem Bauch geritten werden können. Ich habe ja vorhin noch gefragt, ob man da auf dem Kopf reitet. Ich dachte, wir könnten das Gespräch noch weiterführen, dass die Haare so im Dreck schleifen. Aber Jutti! Alles okay. Okay. Die Lichtebene. Also wenn wir wieder im Auto sind, so, was zum Teufel, was war das? Ach, Kabern. Ich meine, Viele Männer wollen nicht eingestehen, dass auch sie einschätzen können, dass Männer unterschiedliche Formen der Attraktivität auch subjektiver haben. Der Typ war jetzt nicht besonders hässlich, ein symmetrisches Gesicht, ein zwar gepflegter, aber jetzt nicht zugepflegter 3-Tage-Bart, also weniger schlimmer als du gerade. So ein bisschen wulstigere Augenbrauen, schon männlich, gestrafft. Bisschen ein richtig nervt, geiler klar. Typ, sagst du. Er war schon Schmuck, sag ich mal. Verdammt schade, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, sagst du. Mann, da müsste man vielleicht noch mal was ausprobieren. Und wenn du nicht gleich die harte Linie gehen willst, Billy ist ja quasi das Beste von beiden Welten. Ja, aber er erwähnte da auch Frauen, also von daher wäre das wahrscheinlich eher eine Orgie geworden oder so, keine Ahnung. Er erwähnte Frauennamen. Ja. Billy ist auch ein Frauenname, oder Sibylle? Ja, und das ist ja... Also, ihm scheint das ja unangenehm zu sein. Die hält keine Ahnung auch. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, Mann. Deswegen fragte ich, ob es ein Video gibt, aber es hat mir ja niemand geantwortet. Ich würde es dir gerne geben. Also, ich weiß es nicht, ob ich es dir gerne geben würde, aber wenn ich eins hätte... Also, normalerweise würde ich das aufnehmen. Und diese Fragen und noch viele mehr werden in Episode 8 beantwortet. Dann würde ich sagen, durchforstest du einfach mal dein Comlink. Das hast du nämlich nie getan. Doch, hat er. Mist. Ich glaube, wir hatten zu der Zeit unsere Comlinks nicht mehr. Auch das war der Fall, ja. Das ist das Hauptproblem. Aber ich habe eine Datenbuchse. Normalerweise speichert das dann in der Datenbuchse, oder nicht? Du speicherst alles auf die Datenbuchse. Warum das denn? Oh, weil es da sicher ist. Sicher? Auf einer Datenbuchse. Naja, das wird mir jedenfalls nicht geklaut. Moment. Das würde ich so nie sagen, meiner. Ist die Wi-Fi? Wenn du das DNI der Datenbuchse benutzen willst, musst du auch deinen Comlink reinstecken, nicht wahr? Das heißt, wenn man deinen Comlink hackt, bam. Ansonsten brauchst du eine andere DNI-Möglichkeit. Von Augen zu Datenbuchse ist das DNI doch immer da. Achso, ja, das DNI, aber alles andere halt, ne? Na, da siehst du, womit nehme ich denn auf? POV, Mann. Ja, Point of gut, view. Das ist ein Argument. Auf deiner Datenbuchse waren ein paar Videos verschwommen, wie ihr, wie gesagt, Macarena getanzt habt. Andere Sachen, ein paar Mal hast du gefilmt, wie du dich übergeben hast, was echt episch war. Pass auf. Spielleiter, du darfst uns solche Brocken nicht hinwerfen. Du willst das Geheimnis haben, ich werde es dir lüften. Yay! Das Ding ist, deine Augen haben ja durch den Alkohol-Dings eigentlich keine Verschwimmungsdingsungen. Und ja, das ist dein Wort. Aber da dein Gehirn deine Augen steuert, ist es doch ziemlich verwackelt und dein Schritt auch. Du hast irgendwie im Bild, wie ihr drei euch nochmal auf irgendeiner Toilette, vermutlich im Stuffer oder so, nochmal frisch gemacht habt, nochmal irgendwie, ne, da wart ihr auch gerade gut aufgedreht. Der Alkohol, es wirkte so, als wärt ihr eher körperlich als geistig benebelt vom Alkohol. Dann seid ihr zu diesem Typ dahin gegangen gerade. Irgendwas ist aus deinem Lippen gekommen, was du jetzt beim besten Willen nicht mehr verstehen kannst. Aber der Boy
hatte auch vielleicht ein paar Mal am Flachmann genippt und hatte ich deswegen offenbar gut verstanden. Das Gespräch war ein wenig länger. Du siehst dann Jojo und Billy gehen. Folgst ihm in sein kleines Wachhäuschen. Nein! Yes! Dieses Wachhäuschen ist über und über mit Kalendern bespickt, die den anmutigen Gangbang zeigen. In verschiedener Ausführung mit verschiedenen Metatypen. Viele Männer, eine Frau. Du setzt dich irgendwo hin und greifst nochmal den Wodka, den er dir hinhält. Junge, Junge, Junge. Er bietet dir eine übergroße blaue Pille an. Du tust das, was du den ganzen Abend getan hast und sagst, only Rin. Er sagt, bis nächstes Jahr. Daraufhin kommt eine Frau und ein Mann, auf dessen Namensschild Bogdan steht. Bei ihr steht das, was ich gerade gesagt hatte, und ich glaube, es war Evelyn. Danach kommt irgendwas aus Evelyns Mund, was verdächtig nach, aber jetzt keine Filmerei hier klingt. Und du hältst dich daran, denn du bist ein guter Mann. Übrigens die Bilder, um das nochmal für dich zu präzisieren, denn du willst keine Geheimnisse, du willst den Schleier nicht haben. Das ist, da kommt man in Kontakt, wenn man sich das anguckt als Mann. Mit anderen Männern. Auf die ein oder andere Weise. Wie genau, das kannst du dir sicherlich vorstellen. Da gibt es, wenn man sich eigentlich seiner Sexualität bewusst scheint, da gibt es harmloser scheinende Varianten, da gibt es auch weniger harmlose Varianten, die dich unweigerlich zu dem Gedanken führen, dass du es dann auch gleich mit Billy probieren kannst, denn offenbar war es nicht so schlecht. Sonst hättest du es ja traumatisch jetzt irgendwie im Kopf. Aber, na gut, ich meine, das ist jetzt dann doch deiner Fantasie überlassen. Bist du damit zufrieden? Gut, das ist eine Erfahrung, die er noch nicht gemacht hat und sich anscheinend auch nicht daran erinnert. Nicht bewusst gemacht hat. Nee, also, der hat das vielleicht nochmal. Ich sehe Carmen heute Abend in der Dusche sitzen, ziemlich lange und alleine und weinend. Nö, so an sich nicht. Aber zum Thema Verwackeln ist mir noch eingefallen. Entschuldigung, Flummi, wenn ich gerade nochmal. Ich dachte zuerst, Billy hat Kabans Schritt verwackelt, aber. Es geht jetzt zu tief. Dicht und tief schon wieder, ja? Ich sehe Kaban sich noch ein paar Nutten besorgen oder anderweitig Frauen, um seine Männlichkeit zu beweisen. Sein. Ich brauch 5 Weiber! Na, vielleicht schlägt sich naja, es noch, ist, es war immerhin eine Frau anwesend, also das ist ja schon mal. Ich hatte gerade andere. Gekleidete, aber sie hatte eine Frau anwesend, wie schön. Pass auf bei dem, das tut mir leid, so sicher darfst du dir nicht sein. Sie hatte doch einen nicht eben geringen Damenbartwuchs. Auch ein Kinnhaar, was ein bisschen länger war. Es ist jetzt nicht männlicher Bart, aber es ist schon ausgeprägter Damenbart. Die Herbert! Und du hast nicht gesehen, was passierte, als sie sich entkleidete. Sei dir niemals sicher, dass auch nur eine Art Frau anwesend war. Frag mich nie wieder, wenn ich dir was nicht erzähle. Das ist wirklich, das kannst du nicht wissen wollen, echt. Nun, ich lösche schlecht dieses Video und überschreibe es multiple Male. Mit Lesbian Porn, das männlichste, was du finden kannst. Spank Inferno. Aber dabei war es dann auch. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Ja, soll ich jetzt sagen, dass es wie immer unspektakulär war, das Ende? Ich fand es ganz interessant, der Tag auf der Eisfläche mit Agaphon. Ich meine, der Typ musste ja mal wieder auftauchen. Dann hat uns der Spielleiter hier auch noch einen schönen roten Hering hingeschmissen, glaube ich, kann man so sagen, hier mit dem Zugangscode und dem Zugang zu etwaigen größeren Konzernen vielleicht in der Zukunft. Wer weiß, wenn wir da mal reinkommen wieder. Aber ich glaube, da müssen wir erst wieder auf Drogen sein und dann irgendwie uns einen Plan überlegen, wie wir eine Zeitschaltuhr uns reinkloppen, sodass wir runterkommen, während wir noch da drin sind. Aber
Das ist Zukunftsmusik. Lassen wir mal alles so einfach stehen. Ja, Abschluss hiermit getan. Session 11 ist durch. Damit ist diese Episode 7 durch. Wir haben ja auch schon fleißig gespielt in der Episode 8. Die Tage werden wir nur alle Woche eine Folge raushauen, weil ich leider Gottes erstmal nicht im Land sein werde. Deswegen kommen wir fast, zwei Wochen kommen wir nicht zum Spielen. Und, scheiße halt. Aber egal, das muss euch nicht weiter interessieren. Für euch heißt einfach nur eine Session pro Woche. Jo, ich nähere mich gerade den 2 Stunden schon, deswegen glaube ich, lasse ich es jetzt auch hierbei erstmal. Ich kümmere mich jetzt hiermit dann um unsere lizenzrechtlichen Fragen bzw. Absprachen und was weiß ich nicht alles, also alles lizenzrechtliche, dass der Name Shadowrun der TOPS Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika gehört, wir daran keine Rechte haben. Pegasus vertritt in Deutschland die Rechte an Shadowrun und der TOPS Incorporated jedenfalls. Wir haben keinerlei Rechte daran und werden auch keine erheben. Die Intro- und Outro-Music ist einmal Intro-Music von Instrumental Core mit dem Lied Let It Snow und das Outro-Lied ist vom Jake Lee Project, This is Halloween. Beides könnt ihr auf Soundcloud finden. Läuft ebenfalls unter Common Creative, soweit ich das beurteilen kann. Manchmal ist das nicht so ganz klar, leider Gottes, aber gut, YouTube meckert die Lieder schon mal nicht an. Das ist sehr gut. Wir selbst laufen ja auch unter Common Creative License. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Deswegen tue ich es hiermit. Das ist sogar die 4.0, unter der wir laufen. Mal was in anderer Sache. Falls ihr nicht nur Shadowrun mögt, sondern auch andere Rollenspielsysteme, dann könnt ihr natürlich auf YouTube ganz viele davon finden. Ich habe jetzt vor kurzem die Gruppe Sofa Blocks entdeckt. Also es ist Sofa, S-O-F-A und dann B-L-O-X-X. Die Herrschaften dort machen auch Rollenspiel. Einmal spielen sie Pathfinder, was Regelgeficke ist bis zum Abwinken. Tut mir leid für das Geficke, aber Geficke muss man einfach manchmal sagen. Ganz interessant trotzdem zuzuhören. Die Gruppe ist recht witzig, hat mir Spaß gemacht zuzuhören. Jedenfalls werde ich die Tage wieder reinhören, wenn mehr kommt. Und dann spielen sie ein anderes System noch, das heißt Rippers, was irgendwie im viktorianischen England spielt, 1800 und Schlag mich tot. Und halt um so Sachen geht wie Jack the Ripper und Monster und Kanalien und keine Ahnung, wie die alle heißen. Auf jeden Fall ganz interessante Sache. Solltet ihr mal reinhören, auf YouTube einfach mal nach Sofablog suchen. Ich habe auch auf Google Plus das Ganze mal mehr oder weniger verlinkt, weil ich Likes gegeben habe, beziehungsweise auch Kommentare mit denen geschrieben habe. Macht Spaß, die spielen auf Hangouts, spielen da ganz witzige Sachen. Auch die Jungs von Fast Forward haben wieder ein Video rausgebracht. Guckt mal bei Fast Forward rein, auch wird bei uns auch verlinkt mit Google Plus. Und ansonsten bleibt drauf zu warten, wann Snowcat mal anfängt, mit ihrer Gruppe das Ganze auch aufzuzeichnen und zu verlinken. Ansonsten lest mal bei Snowcat wieder auf dem Blog. Gibt es auch interessante Sachen immer zu lesen, wie es bei denen weitergeht in der Kampagne. Und bei Trollstroll bin ich mir gar nicht sicher, ob er was gemacht hat die Tage. Ich verfolge leider seinen Channel nicht so arg wie unser Spielleiter. Da ich jetzt aber die Tage, wie gesagt, kurz treten muss, wird unser Spielleiter die Intren und Outren einsprechen und er wird bestimmt dazu Bezug nehmen. Jo, bis dahin erstmal. Ich mache jetzt Schluss. Ich wünsche euch allen eine tolle Zeit, viel Spaß und bleibt geil.